Heute kommt der Flugsimulator raus. Mega gutes Ding, habt ihr bestimmt schon Bilder von gesehen. Wir zeigen ihn euch, wir fliegen über Hamburg. Der großartige Bruchpilot Valentin ist am Ruder. Yes. Und ich mache den Co-Piloten. Los geht's. Nice. Sagt man am Ruder beim Flugzeug? Es gibt auf jeden Fall Ruder, so viel habe ich schon gelernt. Man sagt ja auch Kapitän. Ja. Ich glaube ja. Jetzt zahlt sich auch dein Nickname endlich mal aus. Du heißt ja Captain Tomate. Ja. Das hast quasi über 50 Jahre geplant. 100 Jahre. Ja, die Möglichkeit gab es auch schon häufiger. Und du bist der Experte zum Glück. Das Ding ist, vielleicht können wir am Anfang einmal drüber sprechen. Ich habe es auch versucht zu installieren. Ich hatte arge Probleme. Und es hat am Ende leider dann nicht funktioniert. Ja. Es war viel vom Microsoft Store her, aber du hast zum Glück schon früher angefangen mit der Vorab-Version, oder wie war das? Genau, ich bin so seit Ende Mai in der Alpha unterwegs gewesen. Ich muss aber sagen, ich habe mich nicht so tief reingearbeitet, dass ich das Flugzeug jetzt auf Pro-Einstellung. Hör auf mit dem Tiefstapeln. Nee, ist halt wirklich so. Ich könnte das auf Pro niemals zocken. Ja, ist der erste Tag hier. Aber ich habe mich nur umgeguckt. Ich wollte die ganzen Sehenswürdigkeiten der Welt natürlich bereisen. Ja, genau das wollte ich heute auch machen. Also, und wenn wir das hinkriegen, ist perfekt. Ja, oder? Voll. Das kriegen wir hin, glaube ich. Weil, was ganz cool ist, ich finde ja, das haben sie gut hinbekommen, dass es einsteigerfreundlich und recht zugänglich ist, weil man okay. kann sich das, so können wir vielleicht direkt gleich mal zeigen. Man kann nämlich in den Optionen hier bei der Steuerung einiges einstellen. Oder war das überhaupt bei der Steuerung? Voreinstellungsmanager? Das, irgendwo ging das. Das finden wir jetzt mal ganz kurz heraus, weil ich will auch, jetzt, bevor ich losfliege, natürlich auf jeden Fall gucken, ist es denn so eingestellt? Weil sonst haben wir sofort ein Problem. Unterstützung wahrscheinlich eher. Jetzt sehe ich das. Das ist mein Account. Deswegen Captain Tomate rechts oben. Okay, alles. Ja, genau, genau. Ne? Okay. So, genau, ja, da war ich auch schon. Noch ist das auf Mittelweg gestellt. Mhm. Das könnte schon fast zu tricky sein. Echt? Also weiß ich nicht, ich habe halt alle Unterstützung angestellt. Ich muss sagen, bei Rennspielen bin ich mittlerweile so weit, dass ich alle Fahrhilfen und so ausstelle mit Lenkrad und so. Ja. Das ist dann die richtig reale Erfahrung, aber so ein guter Pilot bin ich dann nicht. Nee, schade. Und ich wollte immer mal einen Segelflugschein in echt machen und ich habe mir überlegt, ich arbeite mich jetzt hier mal so richtig rein und dann komme ich da zuerst Flugstunde und sage, Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich kann's. Oh ja, die Streber sind immer richtig beliebt. Stimmt, ja. Aber ich war noch nie Streber, ich wollte es schon immer mal sein. Das stimmt, einmal Streber sein, das ist gar nicht schlecht. Und je älter man wird, umso besser ist es. Ja, genau, irgendwann wird es dann nämlich wieder cool. Ja, das stimmt. Deswegen, wir wollen ja überhaupt erstmal die geilen Sachen uns angucken, oder? Richtig. Wir können ja immer noch den Pro-Mode später mal auschecken und dann sehen, wie krass wir versagen. Ja. Aber ich würde sagen, wir gehen mal, stell auch wenn es ein bisschen weh tut, alles auf einfach zu stellen. Ich würde vorschlagen, lass uns relativ schnell mal ins yes. Cockpit kommen dann, wenn genau. du das in Ruhe eingestellt hast. Ja, hier anwenden und speichern. Und dann können wir über den Quatsch, weil ich glaube, in der Luft ist es denn doch recht ruhig. Ne, man ja. fliegt ja jetzt nicht mit Düsenjägergeschwindigkeit, wenn man keinen Düsenjäger ausgewählt hat, ne? Genau, da können wir uns noch ordentlich lange unterhalten, weil man muss ehrlicherweise sagen, so viel passiert dann doch nicht in der Luft. Ja, klar, aber wir wollen uns die Landschaft angucken. Wir haben natürlich, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder spielst du offline und hast generierte Städte, ja. oder du lädst dir ein riesen fettes, ich weiß leider nicht, weißt du es noch im Kopf, wie viele Gigabytes das waren? Irgendwas mit 60? 2 Petabyte. Was? Und ein Petabyte sind ja 1000 Terabyte. Also ja. Aber wie viel du runterlädst, meine ich. Also das Spiel ist 100 Gigabyte groß. Ja. Und so ungefähr in 10 Stunden Spielzeit lädt das Spiel währenddessen so 7 bis 8 Gigabyte runter. Ah, okay. Also das ja. heißt, es ist doch weniger, als man denkt. Aber die Erde ist halt auch mega groß. In den 10 Stunden siehst du halt einen Bruchteil der Erde. Ja, ja. Aber genau, wir haben jetzt also man kann auch einen Offline-Speicher einstellen. Also, dass du sagst, ne, auf meiner SSD mache ich noch 50 Gigabyte. Die kann dann mit Cache volllaufen. Und wenn du immer nur über Hamburg unterwegs bist, muss das ja nicht jedes Mal runtergeladen werden. Okay, kannst du auch sagen, sammel einfach weiter, ich habe 2 Petabyte? Ja klar, wenn du genug hast. Echt? Das hat ja, das war ja auch der Marketing-Move von Microsoft, dass sie gesagt haben, ja, ja, wir haben quasi einen Offline-Mode, ihr könnt euch die vollen 2 Petabyte runterladen, gar kein Problem. Das haben Viel Spaß gesagt, dabei. Ist das auch wirklich so? Das, also, das habe ich natürlich nicht getestet. Stimmt, das würde ich gerne. Als ob ich 2 Petabyte zu Hause habe. Nee, ich leider auch nicht. Aber wenn wir alle zusammenschmeißen und bei Valentin unsere... Dann oh ja, bitte. Nicht. Das wäre ein ganz lustiges Experiment. Die Welt ja. runterladen. Was hast du denn da drauf? Oh, die Welt, ne? Ich habe die Welt. Die Welt liegt mir zu Füßen. Da muss ich ja noch auf meinem Server wohnen. Ja, da kann ich das auch völlig. Wie wohnst du denn in der Welt? So viele Festplatten sind das. So nämlich. Kannst du ein Haus draus bauen. So, aber wer den Flight Simulator noch gar nicht auf dem Schirm hatte, was halt ja wirklich krass ist, ist, dass es wirklich die ganze Welt ist. So, und wie machen die das? Natürlich mit Satellitendaten. Bing Maps nutzen die dafür. Bing ist nicht unbedingt die beliebteste Suchmaschine, aber die haben offensichtlich auch krass viel Satellitendaten gekauft. Aber jetzt wird nicht lange rumgeschnackt, das können wir alles gleich noch bereden. Hier sehen wir jetzt, ist die Originalzeit eingestellt, weil es wird ja langsam, oder es ist, glaube ich, gerade dunkel geworden und das sieht man ja hier auch, wenn wir man hier mal guckt. 19 Uhr.
hier Hamburg, ne? Das liegt schon so ein bisschen im Dunkeln. Aber ich könnte jetzt hier auch die Zeit einstellen. Ja. Machen wir Tag. Machen wir erstmal Tag. Erstmal Tag machen. Schön mittags. Ja, das ist die Sonne. In der Hitze, knall. 13 Uhr. Geil. Wunderbar. So, und ich dachte anfangs auch so, oh, jetzt muss ich erstmal starten lernen und so. Nee, musst du gar nicht. Du kannst quasi überall in der Luft spawnen. Das ist sozusagen der richtige Baby-Mode, okay. Aber ist natürlich chillig, um sich reinzuziehen. Ja, okay, gut zu wissen. Aber Hamburg ist als Flughafen dabei? Oder was heißt das? Nee, also es gibt generell alle Flughäfen. Also ich weiß jetzt nicht, bis zu welcher Größe also oder wie klein da jeder dabei ist. Aber nur einige sind so ganz real ausmodelliert. Ach so, aber dann, okay, alles klar. Das sind ja auch. Genau, der ist dann quasi autogeneriert, so wie diese Black Shark AI die ganze Welt modelliert. Aber da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Ich würde einfach mal sagen, genau, nehmen wir hier einfach mal. Ist das normal, dass er jetzt hier die Satellitendaten nicht reinlädt und das alles grau ist? Ja, das war bei mir auch in der Alpha schon so. Und ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, weil ab hier verliert man ja dann die Orientierung. Ja, ich hatte gerade gedacht, unser Internet ist gerade ein bisschen langsam, er lädt gleich nach, es kommt gleich, aber es kommt nicht. Nö, das macht er hier einfach nicht. Naja, gut. Okay. I don't know why. So, Hamburg haben wir angeklickt. Jetzt können wir uns erstmal ein Schiff aussuchen, wollte ich schon sagen. Ich bin noch halb in Star Citizen drin. Ein Flugzeug natürlich. Mit welcher hast du geübt? Mit der habe ich viel gespielt, aber im Prinzip auf einfach funktioniert das erstmal immer gleich. Ja, übrigens müssen wir dazu sagen, das ist, glaube ich, die teure Variante, die wir hier spielen. Das ist die 130-Euro-Variante. Oh ja, stimmt. Genau, das ist die absolute Premium-Edition und da sind dann auch alle Flugzeuge drin und ich glaube sogar ein paar mehr Flughäfen sind auch modelliert als in der Standard-Variante. Und die Standard-Variante gibt es aber, soweit ich weiß, im Game Pass. Wenn ich da richtig informiert bin, ist das nicht die größte, die im Game Pass ist, aber Nee, die Standardvariante ist. Das macht ja auch irgendwie Sinn und man sieht, es sind schon einige Flugzeuge dabei, vor allem wenn wir gleich sehen, wie detailliert die ausmodelliert sind, versteht man auch, warum nicht alle Flugzeuge, die es jemals gab, sofort da drin sind. Mhm. Zumal Microsoft ja auch gesagt hat, sie machen einen Container damit, wo quasi, es gab ja auch für die alten Flugsimulatoren schon immer Add-ons. Und die wird es auch hier wieder runterladen kann. Ich habe übrigens, als ich es runterladen wollte, erst das Falsche runtergeladen, bin dann in den DLC-Download-Ordner von Steam gegangen und habe gesehen, da war eine Liste drin. Ich wollte zusammenrechnen, was die alle kosten. Ja. Ich habe aufgegeben irgendwann, weil das das war wirklich eine ellenlange Liste an DLCs, die zwischen 2 und 30 Euro, also 2 Euro oder das ist teuer, 30, also richtig teure Dinger. Du konntest mehrere tausend Euro ausgeben für DLCs. Und da waren aber auch verschiedene Reviews bei. Einige meinten, ey, da funktioniert ja gar nicht, das Ding ist der letzte Dreck. Ist ja auch alles von Drittanbietern. Das kommt dann viel gar nicht von Microsoft selber. Ah, okay. Ja? Wird das hier auch so sein? Ja, es soll hier auch so sein, genau. So, und jetzt sehen wir auch hier schon, was wir für Einstellungsmöglichkeiten, was Wetter und Tageszeit und Verkehr angeht, haben. Und was ich ganz witzig fand, ich habe letztens ein YouTube-Video geguckt, da hat jemand gesagt, der auch viel in der Alpha und Beta schon rumgeflogen ist, seit Corona ist natürlich Live-Spieler ein bisschen witzloser als vorher, weil die Luft ist halt wirklich leerer. Ja, ja. Nicht Live-Spieler, sondern hier Live-Verkehr von Flugzeugen. Genau. Also wirklich, der Luftverkehr kann man sich auch angucken. Es sind ja quasi, es gibt Webseiten, da kannst du dir immer die Live-Radar-Daten angucken. Da ist nicht so viel los im Moment. Mhm. Deswegen wurde empfohlen, KI zu nehmen, weil es dann halt so ein bisschen ist wie vorher. Aber ich würde mal alles live stellen, einfach nur, weil ich für die richtig geile Erfahrung. Lass mal gucken. Ich meine, ganz ehrlich, das ist eine ganz kleine Nuance. Mir wäre es gar nicht aufgefallen. Also, ob wir jetzt ein Flugzeug sehen oder nicht. Das stimmt schon, das rafft man. Aber es ist cool, diese Funktion, dass diese kleine Feinheit drin ist, dass der Live-Verkehr drin ist, ähnlich wie das Wetter, das ja auch live eingebunden werden kann. Und das Wetter ist auch der heimliche Star, also da werden wir gleich noch ein bisschen was sehen. Aber ich sehe gerade, ich muss auf alle Spieler gehen, damit ich die Möglichkeit habe, die Zeit selber zu bestimmen. Weil offensichtlich, wenn man mit Live-Spielern spielt, was auch immer das genau heißt. Das wollte ich gerade fragen. Also, was ist das denn? Andere Spiele werden ebenfalls sichtbar sein, wenn sie ihre Mitspielereinstellung auflösen. Okay, und alle Spieler? Alle Spieler ist dann. Oh, jetzt hat sich's aufgehangen. Die nicht wollen, oder? Fuck, hätte ich mir nicht so viele Optionen gewechselt. Was ist gefrozen? Ich glaube schon. Also, wir hören zwar die Musik noch. Ja, das müssen wir auch dazu sagen. Also, nicht nur ich hatte arge Probleme, du hattest auch ein paar Probleme. Unser Tim, der das Spiel hierauf geknallt hat, da hat es funktioniert, aber irgendwie ist es denn doch, als es funktioniert, hat er irgendwann abgestürzt. Okay, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz den guten alten Task Manager öffnen. Ich muss mir die Microsoft-Jokes gerade echt hart verkneifen. Ja. Also, er hat sich schon von alleine beendet, sehr gut. Nee, doch nicht, hä? Müssen wir mal gucken, ob die das noch hinkriegen. Aber ist halt auch eine dicke Nummer, das Spiel, ich weiß nicht.
Ist ja, naja, komm. Vielleicht ist es auch wie bei den meisten Releases, dass die auch arge Serverprobleme haben, weil jetzt laden natürlich viel mehr diese Satellitendaten gleichzeitig runter als vorher. In der Alpha waren halt eine Handvoll Spieler unterwegs, heute ist Release-Tag. Über einen Game Pass kann quasi jeder für einen Euro gerade reinjumpen. Also, meinst wir du kennen das, das okay. ja. Ne? Selbst Fall Guys hatte solche Probleme. Und ja, was heißt selbst die waren super beliebt. Aber irgendwie kriegt's ja nie jemand hin. Hast du in den letzten fünf Jahren irgendeinen Publisher gesehen, der das vernünftig hingekriegt hat? Du hast recht. Wir starten es neu und probieren es einfach nochmal. Ich gucke in der Zwischenzeit einfach mal in den Chat. Ja, das dauert auch leider immer ein bisschen. Aber dann können wir noch mehr so ein bisschen einfach darüber schnacken, was daran cool ist. Weil was ich tatsächlich mit am beeindruckendsten fand, das kann man auch super auf deren YouTube-Channel sehen. Das steht jetzt hier gleich. Asobo Studio sind die Entwickler. Und die Black Shark AI ist quasi, was die gemacht hat, ist diese Bing-Daten zu interpretieren und daraus die 3D-Objekte, also dass die Städte eben so schön realistisch aussehen, wie sie aussehen, die zu generieren. Und dann eben dieser Flughafen, den wir jetzt sehen, ist, glaube ich, der LA-Flughafen gewesen. Der sieht dann noch mal besser aus, weil da haben sich dann wirklich wieder Entwickler hingesetzt, ohne AI, und jedes Gebäude modelliert und dahingesetzt. Aber wie man an der Spielwelt gleich sehen wird, mussten die das erstaunlich wenig machen, dass es schon gut aussieht. Ja, da sieht man's. Diesen Bildschirm habe ich sehr häufig gesehen, muss ich sagen. Das ist, da war immer so der Knackpunkt, ob es nun heute wollte oder nicht. Drücken wir mal ganz kurz die Daumen. Und, oh nein, nicht der Balken. Ja, ne, der Balken ist der mieseste. Dann ist eigentlich immer schon abgestürzt bei mir. Wenn der nämlich da vorne jetzt noch so 30 Sekunden chillt, dann war's das, glaube ich. Ja. Ah, schauen wir mal. Ah, ja. Ich glaube, jetzt haben wir abgelackt. Ja, oder? Er wechselt die Szene. Das ist schon mal ein ganz gutes. Und da habe ich auch sehr lange drauf gestarrt. Und da ist mir aufgefallen, die Wasserfarbe von diesem Fluss fand ich sehr, sehr off. Ja, total. Ich meine, guck dir das mal an. Das passt ja gar nicht. So sieht das vielleicht aus, wenn die Sonne mega raufknallt. Aber jetzt gerade wurde das Wetter simuliert als bewölkt und das Foto wurde genommen, als es mega Sonne war. Oh ja, okay. Das ist, das werden wir noch häufiger sehen, dass die in Zonen, wo die, glaube ich, schon damit rechnen, da fliegen die Leute zuerst hin. Da ist es sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Aber dann gibt's so, jeder kennt das von Google Maps auch, dass man manchmal wo reinzoomt, wo dann zwei Satellitenbilder aneinander gesetzt wurden, die von verschiedenen Tagen und so kamen. Und selbst das ist hier teilweise in der Welt noch drin. Aber da haben sie gesagt, das ist eben ein langer Prozess, das wird sich über die Jahre natürlich minimieren. Also, ob sie das denn wirklich machen, bleibt abzuwarten, aber ich denke mal schon, dass da natürlich ein aktives Team drauf sitzen wird. Ja, ich finde es einfach nur super, dass sie endlich auf den Trichter gekommen sind, die verdammten Satelliten da anzubinden und sind die, wo wir die ganze Zeit schon die ganze Welt kartografiert haben und die bauen ständig immer ihre eigenen kleinen Städte. Warum nicht die ganze Welt nehmen? So, endlich. Und wenn jetzt noch die anderen, die GDA World und alles drauf mit aufspringen und du zu Hause bei dir einbrechen kannst in GDA so, dann sage ich, gut, ich kann sterben, danke. Ja, das wäre das Beste, wenn da jetzt noch eine begehbare Open World draus werden würde. So, aber jetzt versuchen wir mal hier nicht groß was umzustellen, also beziehungsweise möglichst schnell reinzuspringen. Gehen wir mal hier einfach nur auf alle Spieler, Live-Verkehr. Machen wir erstmal klares Wetter oder starten wir direkt mit irgendwas? Ich würde es klares Wetter vorschlagen. Okay. Gerne Sonne, klares Wetter. Alles klar. Einfach gutes Wetter. So, gutes Wetter. Das Flugzeug. Bam, jetzt müssen wir noch einmal Hamburg auswählen. Kannst du nicht, du kannst doch auch on the fly im Spiel das Wetter mit Reglern ändern, oder? Ja, das geht, glaube ich. Okay, weil wir wollen natürlich auch den Regen sehen, wie der auf die Scheibe prasselt. Genau. Abflug so, in der Luft starten wir jetzt. Zielflughafen wählen wir einfach mal nicht aus. Wir wollen ja erstmal durch die Gegend sausen. Oh, jetzt hat sich der Controller disconnected. Du spielst also mit Controller? Wieso? Puh, ich weiß nicht. Ich finde immer so, Analogsticks sind für so Flugsteuerung prädestiniert. Bestimmt ist die Tastatursteuerung auch in Ordnung. Aber ist halt auch. Hast du nicht ausprobiert? Habe ich nicht ausprobiert, nee. Okay. Also, beziehungsweise ist immer so eine Mischung, weil dann steht da plötzlich in der Ecke, drücken sie B fürs Seitenruder oder so und dann. Okay. Weiß ich nicht, ob da überhaupt der Controller ausreicht von den Tasten. Oh, kein. Ach. Eieiei, es ist abgestürzt. Ja. Eieieiei. Das ist natürlich ein ganz schöner Moment, wo es abstürzt. Ich gebe dem PC mal ganz kurz 10 Sekunden. Weil man kennt das, wenn man das Spiel dann wieder zu früh startet.
Ja, es ist, jeder hat so seine geheimen Zaubersprüche, ja, ne? oder Rituale. Es ist so ein bisschen Aberglaube. Ja, nicht unbedingt, ganz ehrlich. Also, ich meine, Neustarten zum Beispiel, das ist auch so ein Ding. Einfach Neustarten, wobei da ist vielleicht, das ist klar nicht so Aberglaube. Nee, Neustarten bringt es tatsächlich. Ja. Also, es ist ein bisschen, also jeder kennt das. Man hat jemanden, der kennt sich gar nicht mit Computern aus und ruft dich an, weil er weiß, du bist halbwegs kompetent. Und dann erzählen die immer, ja, das habe ich gemacht und so. Und ich so, ey, ich kann jetzt aus der Ferne schlecht sagen, was bei dir kaputt ist. Aber hast du schon mal neu gestartet? Ja. Nö, mach ich mal eben. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, ja. So, wie oft hat man das erlebt? Schon häufiger. Was habt ihr für Tipps? Ja, ihr sagt Neustarten. Treiberkram, sagt Daniel Röder. Ja, so spezifisch können wir es gar nicht rausfinden, weil das Problem leider auch ist, dass die Fehlermeldungen von diesem Spiel euch überhaupt nicht weiterhelfen. Ihr kriegt dann manchmal einen Fehlercode, mit dem könnt ihr dann auf Reisen gehen, auch in Google. Aber so richtig mal, jetzt ist hier vielleicht gerade der Grafikspeicher vollgelaufen oder da war eine Datei korrupt oder da ist jetzt gerade, ist der Computer gestolpert, dass du irgendwas zum Ansetzen hast und vielleicht weißt, woran es liegen könnte, das gibt's leider nicht. Mhm. Und das hat es mir auch so schwer gemacht. Aber ich hatte auch keine Probleme tatsächlich mit dem Flugsimulator selbst, sondern tatsächlich mit dem Microsoft Store. Schon der Schritt davor. Ja, der Schritt davor schon. Also ich habe dieses Spiel gehabt, aber der Microsoft Store wollte es mir aber nicht geben. Er hat auch immer andere Fehlermeldungen rausgespuckt. Er sagt, nee, heute hast du die Lizenz nicht. Gestern hattest du sie noch, heute nicht. Und immer für verschiedene Arten und Formen hat er mich versucht, da ein bisschen zu ärgern. Ich musste manchmal in die Konsole reingehen und über DOS-Befehle den Windows Store resetten. Ach. Und also ich war da tatsächlich tief drin und es hat nicht viel gebracht, leider. Aber das ist ja ein Hammer-Tipp, weil das wusste ich gar nicht, dass das möglich ist, beziehungsweise habe ich den noch nicht gelesen. Genau, also wenn du mit Windows R reinkommst in den Command-Leiste und dann WS Reset für Windows okay. Store Reset, vielleicht als kleiner Tipp von mir, weil ich war wirklich auch nicht der Einzige, der diesen Fehler hatte. Ich habe da ein paar Leute im Internet gesehen, die mir dann noch Tipps gegeben haben, aber so viel dazu. Ja, jemand hat auch gerade gesagt, als Administrator starten ist auch mal ein heißer Tipp. Also manchmal bringt es einfach Rechtsklick als Admin starten. Ja. Manche Programme brauchen offensichtlich mehr Rechte. Muss das letzte Windows Update 2004 installiert haben, sagt Gator. Ja, das ist auch ganz interessant, du, dieser Windows Store. Ich wusste das gar nicht, aber anscheinend ist mein Windows-Account tatsächlich, die haben ziemlich viele Informationen, habe ich gesehen, weil ich habe den mal abgecheckt und die hat alle meine PCs erkannt und deren Konfiguration wusste der auch und der hat halt behauptet, ja, bei dem PC läuft das jetzt aber nicht, der ist kompatibel. Ja. Obwohl das eigentlich ein ziemlich ganz normaler, aktueller Computer war. Das ist relativ seltsam. Ich hoffe, dass die Leute zu Hause da nicht so viele Probleme kriegen. Das hoffe ich auch, weil das kann natürlich auch sehr frustrierend sein. Allein das Runterladen des ganzen Softwarepakets ist schon, finde ich, so ein bisschen anstrengend dadurch, dass du nicht einmal 100 Gigabyte, wie man es von Steam kennt, so in der gleichbleibenden Geschwindigkeit runterlädst, sondern du lädst 50 MB, erstmal das Ding an sich runter, sozusagen den Launcher, das sieht aber genauso aus wie jetzt hier in-game. Und dann kannst du erstmal, egal wie schnell dein Internet ist, so mindestens 3 Stunden guckst du so Mini-Paketen zu, die sich so runterladen, dann packen und. Ja, ja. Wie lange hat es bei dir gedauert? Ich hatte 10 Stunden Installation. Okay, krass. Ja, ich habe erst das 50-Gigabyte-Paket 4 Stunden. Ja. Und dann startest du das Spiel und dann kommt nochmal ein 60-Gigabyte-Paket bei mir. Ja. Und das war nochmal 6 Stunden. Das hatte ich zu spät. Ich musste sogar nochmal pausieren und am nächsten Tag weitermachen. Insgesamt waren es 10 Stunden. Krass. Ja, ich hatte vor allem, also ich hatte jetzt bei der Release-Version bin ich noch nicht fertig mit runterladen. Das läuft zu Hause hoffentlich gerade noch. Okay. Hoffentlich ist nicht wieder dabei abgestürzt. Aber bei der Alpha habe ich sie extra in der Firma gemacht, weil wir haben ja hier unglaubliche 1000 Mbit. Und dann dachte ich, das ist ja ein paar Sekunden fertig, so wie die anderen Spiele auch. Pustekuchen, das hat auch 4 Stunden oder so gedauert. Ja, ja, das war auch schon, das war früher bei Xbox schon so. Die Jungs von Microsoft, die sind halt nicht so big, dass sie sich schnell ist. Dabei ist das ja genau der USP des Spiels, dass sie halt sagen, hey, alles ist auf Servern, wir können es easy streamen. Ja. Man ärgert sich so, man hat mal eine mega schnelle Leitung und spielt dann Xbox, aber Microsoft hat keine schnelle Leitung. Hype, es geht hier ab, bereit zum Fliegen, schnell bevor es abstürzt. Okay. So, wie ging das hier nochmal? Ich habe alles vergessen. Okay, ich kann mich umgucken. Guck mal, KIOW sagt 12 Stunden, heißt er gerade, aber Hollywood sagt 2 Stunden. Okay. Nidia sagt 32 Stunden, wirklich? Okay. So, was wäre jetzt hier die Checkliste? Guck mal, ich habe doch alles gecheckt. 15. Ja, du fliegst ja schon, Junge. Das sieht gut aus. So, ich flieg. Okay. Jetzt
Was ich tatsächlich habe ein bisschen vergessen. Nee, das war direkt der falsche Knopf. Ah ja, wollen wir doch mal von außen gucken. Wir können hier direkt. Wir sehen ja schon. Genau, da sehen wir unten hier die Hamburg Messe, da wo der Marker drauf ist. Ja! Ich flieg mal einfach direkt was tiefer. Flieg mal tiefer. Und das ist auch. Jetzt muss ich natürlich. Wie ging das nochmal? Jetzt muss ich die Steuerung tatsächlich nochmal rausfinden. Oh, sowas nicht. Nee, jetzt habe ich den Flaps bewegt. Was ist nochmal der Flaps? Weil eigentlich will ich hier dieses Trim-Ruder bewegen. Rechts unten Trim, okay? Weil dadurch kann man so ein bisschen die. Oh, es läuft gut! Ja, und es ruckelt ab und zu so ein bisschen. Hört sich ein bisschen an wie eine Stuka, aber. Hier sehen wir den Jungfernstieg Stieg links vom Flügel. Jetzt sind wir über der Messe und dem Fernsehturm. Hier der Fußballplatz im Schanzenpark. Yeah. Und jetzt düsen wir mal ein bisschen nach links. Weil hier müssten wir jetzt gleich die Firma sehen. Wir können jetzt schlecht. Oh, habe ich eine Maus? Warte mal. Du kannst ja anhalten dann. Ja. Über diese Active Pause, wo du dann auch alle Befehle ausführen kannst. Stimmt, und so. Wie ging das nochmal? Hier irgendwo. Oder das weißt du auch nicht aus dem Kopf, ne? Müssen wir gleich nochmal nachgucken. Hier ist vielleicht ein guter Punkt. Hier oben meinst du jetzt? Ja. KI-Steuerung, Checkliste, Kamera. Drück mal P wie Pause. Ja, aber es gibt ja auch. Gibt es hier nicht so eine Pause? Hier. Pause-Taste? Ne? Yes. Pause steht auf der Tastatur, Pause it is. Wunderbar. So, und hier kann ich mich jetzt auch noch chillig umgucken. Okay, wir haben die Elbe. Das heißt, da ist Süden. Müssten wir nicht direkt über der Firma sein? Wo ist denn hier? Wir müssen noch ein kleines Stückchen nach Norden. Das ist St. Pauli hier übrigens, das Stadion. Ja, genau, genau. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen orientieren. Ich habe den Fern. Ach, da ist. Ach, genau. Nee, wir sind nicht ganz über der Firma. Die Firma müsste ungefähr. Ja. Hier so sein. Ja, genau. Genau. Soll ich da mal ein bisschen näher hinfliegen? Flieg mal hin und sei bereit, dann auch gleich auf Pause nochmal zu gehen. Yes. Ich versuche auch mal, den einfach ein bisschen tiefer zu forcen. Also, weil ich mache das gerade eigentlich nicht richtig. Eigentlich muss man mit dem. Du machst das super. Wird ein bisschen schlecht, aber. So, ich mache jetzt nochmal eine kurze Pause, weil ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Ja, aber... Ist es das hier? Warte mal, hier ist... Ja, hier ist... wie heißt es denn jetzt? Hier ist Schanze? Schulterblatt. Nee. Heißt es nicht so? Ist das? Doch, du hast recht. Du doch, hast hier, mal, ich Schulterblatt, ja, Rote Flora dachte, müsste das hier sein. Ja, genau, das ist recht. Genau, dann haben wir hier die Kreuzung, dann würde man hier so bei uns... reingehen, genau, und dann rechts. Aber hier müsste hier nicht so eine kleine Straße sein? Guck mal, hier, du musst ein Stück weiter rechts mit der Maus noch. Hier. Noch mal da. Ja. Jetzt ein Stück, das ist die Straße. Wenn du da jetzt... Das ist, ja, genau. Ja, du hast völlig recht, ja, klar. So, da fliegen wir noch mal ein bisschen näher dran. Ein bisschen näher ran. Gut machst du das. Und stopp. Da ist so, das. Hier haben wir den Supermarktparkplatz vor unserer Haustür. Und das ist die Wand, die wir bemalt haben. Oh, guck mal, und hier oben war unsere Redaktion. What? Ja. Ist das krass. Zeig mal, wo wir sitzen, ein Stück weiter. Ja, genau. Wir sitzen jetzt gerade. Wir sitzen hier so. Ja. In dem Gebäude. Vielleicht komme ich da noch ein Stückchen näher ran. Komm mal ein Stückchen näher ran. Und, ja, geil. So, genau, das hier ist das... Hier ist so der kleine Vorgarten. Genau. Ihr habt ja alle schon mal die Firma von vorne gesehen. Irgendwie in diversen Einspielern. Genau, und hier ist die 15, wo wir jetzt drin sitzen. Und ja, genau da, wo die Maus ist. Da sitzen wir gerade. Da ist die Maus über uns. Genau. Und genau dazwischen, da ist unser Garten, wo wir das eine oder andere Ding im Sommer durchgezogen haben. Genau, ne, Haus an Haus oder so hat Haus man da. Haus an Haus, genau, kennt man das. Und hier unten ist der Supermarkt, wo wir immer gerne... Sachen einkaufen. Früher sind wir auch gerne an der Ecke einkaufen gegangen, aber der wurde zweimal in einem Monat überfallen, deswegen jetzt ist er dicht. Echt? Ja. Das ist der Fahrradladen, wo ich Hausverbot habe, wo jetzt genau hinten dein Ruder ist. Hammer, erzähl die Story mal. Ja, voll Idiot. Hat mir mal, ich erzähl das nicht. Nee. Aber was ich krass finde, du kennst das ja hier beim Supermarkt, muss man erst noch hier so rumgehen und dann einmal hier so nach unten. Genau, das ist der barrierefreie Eingang, ja. Sogar die Höhendinger haben sie richtig hinbekommen, das ist ja irre. Und das ist halt diese Black Shark AI, die hat quasi einfach die flachen Satellitenbilder interpretiert und irgendwie durch Schatten und so ein Shit das rausgefunden. Mega und ich gut, bin mir gerade auch nicht sicher, wo ist hier die Sonne? Da ist die Sonne, okay. Passt es mit den Schatten? Also hier auf dem Gebäude auf jeden Fall schon mal. Weil manchmal hast du halt auch in den Satellitenbildern Schatten, die quasi abfotografiert sind. Und da kann sogar halt die AI wohl recht wenig tun. Also das sieht man jetzt hier gerade noch nicht. Ja. Aber wir werden heute
sicherlich noch Stellen sehen. Und da ist ein Auto gefahren. Boah, geil. Warum ist das? Das hat sich ein Auto. Das ist ja geil. Ist ja gar nicht Pause. Nur für dich. Ja, nur für mich. Das kann ich nochmal die Sonne sehen, bitte? Die sah gerade so komisch aus. Ja, die sah ein bisschen lame aus, ne? Fand ich auch. Sieht so klein aus. Vor allem hat die so einen komischen, pixeligen Rand. Ja. Wobei, ich meine, wenn man in Real in die Sonne guckt, sehen wir ja nicht, ob die einen pixeligen Rand hat. Vielleicht ist das auch einfach akkurat. Okay. Du bist ja mega geblendet. Okay, ja. I don't know. Aber was können wir uns noch in Hamburg Cooles angucken? Ja, einiges. Also wir einiges, können, ne? Also wir sind jetzt... Boah, ich weiß gar nicht, wo du anfangen willst. Da ist Norden. Da. Also wir können mal zu Elbe da so... Mach mal einen Rundflug von weiter oben. Flieg mal rum und wir sehen schon die Sachen. Also es gibt ja... Ich muss jetzt erstmal hier wieder die Maschine unter Kontrolle kriegen. Ja. Von vorne, nicht schlecht. Cinematic. Boah, du machst es echt gut. Du bist nicht gecrashed. Ja, wobei ich muss quasi jetzt die ganze Zeit gegenhalten, weil mit diesem Trim würde man halt einstellen, dass er sich auf einer gewissen Höhe einfach gerade hält. Ja. So, jetzt werden wir von irgendeinem Flughafen oder sowas hier angefunkt. Also ich würde mal sagen, jeder Pilot dreht sich wahrscheinlich gerade im Cockpit um, weil... Das sollte er nicht tun. Das sollte er nicht tun. Und er sollte auch nicht Rocket Beans während dem Fliegen schauen. Bitte schalten Sie jetzt ab, Captain. Exakt, weil ich glaube, das ist ganz schön illegal, was wir hier machen. Flieg mal ganz dicht am Fernsehturm vorbei. Oh yes. Aber ich muss sagen, ich habe... Oh, jetzt kann ich nämlich nicht mehr hochziehen. Ja, super gut machst du. Das klappt. Aber klar. Zieh hoch. Wunderbar. Irgendeine Computerstimme sagt durchgehend Stop. Ja, ja. Das ist zwar verboten, aber das passiert regelmäßig, dass irgendwelche Sportflugzeuge... Ich glaube, ich auch noch nicht mal hier den vollen Schub. Den bräuchte ich, aber da müsste ich jetzt kurz ins Cockpit. Aber machen wir nach dem Fernsehturm. Wenn ich überhaupt noch dahin komme, weil... Ich muss immer weiter hochziehen. Leute, vielleicht erleben wir jetzt, wie ein Crash aussieht. Ja, das ist mit das Wichtigste zu wissen. Hier ist übrigens Krogis Waschanlage. Ich komme nicht mehr hoch. Jetzt maximal. Wenn wir jetzt crashen, ich kann nichts dagegen tun. Du crashst doch nicht. Du slidest da drüber wie ein King. Gute Landung. Ja, jetzt sehen wir das auch mal von nahem. Da ist er natürlich doch ein bisschen pixelig, muss man sagen. Ja, klar. Aber come on. Aber vielleicht ist die Messe auch... nicht so geil dahinter, weiß man ja auch nicht. Aber guck mal, jetzt noch eine KI entwerfen, die dann das nicht mehr pixelig macht. Ist das so schwer? Man muss es ja nicht... Man müsste es mit Google Street View kombinieren, dass man halt diese frontalen Aufnahmen von Wohngebäuden dann auch irgendwie reinballert. Haben Sie das nicht gemacht? Na, Google steckt da ja nicht mit drin. Und hat Bing sowas? Doch, Bing hat sowas auch. Da, ne? Also, oh, können wir gleich mal gucken. Ich dachte, dass Sie versucht haben, aus allen coolen Technik... Okay, ja, also dann sind da offensichtlich noch ein paar... Stellschrauben, an denen man das verbessern könnte. Ich glaube, also das ist auch so ein bisschen der Plan. Das ist so wie Star Citizen. Das soll über einen ganz langen Zeitraum weiterentwickelt werden. Aber schau mal, wie gut man Feuerwehrzufahrt lesen kann auf der Straße. Also das ist schon irgendwas mit, dass sie das nochmal weich gezeichnet, also dass sie das nochmal scharf gezeichnet haben, oder? Dass man das... Absolut. Das ist schon alles krass bearbeitet, um da das Höchste rauszuholen. Und warte mal ein paar Jahre ab. So. Ich würde sagen, wir springen nochmal ganz kurz zurück ins Hauptmenü und gehen danach nochmal nach Hamburg, weil... Ich habe nächste Stadt. Das ist jetzt leider ein paar Wochen her, dass ich zuletzt wirklich in der Eifel rumgeflogen bin. Und ich habe gerade, und das war sehr wichtig, vergessen, mit welcher Taste ich nochmal den Schub reguliere. Weil ich hatte, glaube ich, der Propeller hat sich zu langsam gedreht, irgendwie, um auf der Höhe zu funktionieren. Ist natürlich jetzt auch physikalisch. Du hättest auch einfach sagen können, dass es geplant war. Stimmt, das wäre natürlich super lässig. Ich gehe jetzt in den Gleitflug. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das Schadensmodell funktioniert. Ja, so macht man das eigentlich. Aber das haben wir so erwartet, dass es jetzt keine große Explosion gibt und das Modell in 1000 Teile zerschellt. Darum geht es nicht in diesem Spiel. Das ist genau sehr schön, aber ich meine, da muss man auch mal sagen, okay, das ist gut, dass sie sich vielleicht auf was anderes konzentriert haben. Ne? Und hier sehen wir schon, hier gibt es ein Tutorial in 8 Schritten. Und natürlich zeigen die einem nicht das ganze Spiel. Danach ist man kein Pilot und sollte Passagiere durch die Gegend fliegen. Aber man kommt zumindest mit den grundlegenden Controls des Flight Simulators klar. Und, Oh, was ist das für eine City? Das sieht aus wie... Ist das Südafrika? Ich glaube, das ist irgendwo in den USA. Aber die haben ja tatsächlich alle Biome der Welt in einem Land. Ja, ja. Okay, hier kann ich... Ich gehe mal direkt auf Losfliegen. Lieber schon mal laden lassen. Nicht, dass es im Menü einfach random abstürzt. Oh ja, gib ihm. Kleiner Tipp von Valentin, nicht lange im Menü verbringen. Ja, haben wir eben gesehen, das ist nicht gut ausgegangen. Notiert das, ne? WS Reset in der Konsole, nicht zu lange im Menü, dann am Ende wisst ihr Bescheid, wie ihr das so halbwegs zum Lauf kriegt. Oh ja, hier ist ein Profi im Chat, Arizona gleich AZ. Da stand ja irgendwie Flughafen AZ, genau.
Ist wahrscheinlich Arizona. Wenn und das ja, versteht, ist das einfach. Ganz ehrlich, Junge. Naja, wobei AZ hat er vielleicht einfach gewusst, dass AZ die Abkürzung für Arizona ist. Ja, das, das auf jeden Fall, das stimmt. Hier wird noch gesagt, über die Pyramiden sollen wir fliegen. Das finde ich ist eine mega gute. Ja. Was, kann man Düsenjets fliegen? Noch nicht, ne? Nee, genau. Dafür ist wahrscheinlich dann eher der DCS zu empfehlen. Das ist ja der, auch ein sehr detaillierter Flugsimulator für so ganz viel Kampfflugzeuge und so. Aber hat er auch die ganze Welt? Ich glaube nicht. Weil du willst ja schon die ganze Welt. Also zumindest das muss stehen. Nicht in der Optik. Also ja. Wenn dann, also ich meine, der Flight Simulator X, der Vorgänger, hatte ja auch schon die ganze Welt, aber eben nicht in dieser Detailgetreue. Ja. Und da waren das, glaube ich, auch schon Satellitendaten, aber die mussten sie halt total verwaschen, damit sie auf irgendwie 6 DVDs passen. Erst jetzt sind sie ja so weit, übers Internet das quasi streamen zu können. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du mit dem Düsenjäger einmal um Ecuador fliegst, dass deine Internetladung mit dem Laden der Satellitendaten nicht hinterherkommt oder so. Ja, genau, genau. Vielleicht geht das dann zu schnell, wer weiß. Aber mir fällt auch generell gerade auf, weil man es eben auf dem Boden gesehen hat, das sah ein bisschen matschig aus und wir haben es nicht ganz hochgestellt, damit wir es überhaupt noch flüssig spielen können. Weil selbst die dickste Hardware... Die dickste Hardware hat heute noch Probleme damit, aber jetzt soll ich kurz auf Jazz hören. Grundlegenden Steuerung. In Ordnung? Ja, alles klar. Aber bevor wir die Steuerung kennenlernen, sollten wir uns erst einmal umsehen. Na gut. Keine Sorge, ich steuere das Flugzeug, während Sie sich mit Ihrer Umgebung vertraut machen. Blenden mir die Gamepad-Controls ein. Wenn Sie aus Ihren Seitenfenstern schauen, haben Sie heute einen wundervollen Blick auf die Umgebung von Sedona. Sedona? Das ist nicht auf dem Mars, Sidonia. Ist das nicht eine wunderschöne Gegend? Oh ja. Ja, Jess, das ist eine sehr schöne Gegend. Manchmal sagt er mir Gamepad-Controls und manchmal Tastatur. Achso, nee, das nicht. Das hatte ich ja auch, als ich es dann mal zum Laufen gekriegt habe. Ich glaube, hier kann man auch einen Kasten Bier mitnehmen. Ja, mehrere. Mehrere auf jeden Fall. Du kannst Fässer. Kleinen Grill noch. Ja, jetzt habe ich mich umgeguckt. Jazz, was ist denn jetzt? Oder was soll das heißen? Nutzen Sie nach links. Ja. Was heißt das? Ach so. Ah ja, okay. Ich kann aber hier du willst ja gar nicht Tastatur. Nee, aber hat sie halt... Aber soll ich in Ruhe lassen mit Tastaturbefehlen? Hast du jetzt das Pad? Ja, dachte ich auch. Na ja, gut, wahrscheinlich reicht es nicht aus für alle Sachen, oder? Kann das sein, schon. Dann damit du die Basics kannst. Ah, ja, guck mal, jetzt sagt er mir in der Mitte was anderes. Das ist irgendwie noch ein bisschen verwirrend. RS, um die Kamera zurückzusetzen. Habe ich gemacht. Ah, ja, jetzt haben wir hier wieder. Okay. Die Armaturen sehen mega schnieke aus. Wir spielen hier in 1080p. Also, wenn ihr das in 4K spielt, wahrscheinlich nochmal um einiges hübscher. Halten Sie jetzt bitte nach dem Flugplatz von Sedona Ausschau. Die Landebahn sollte leicht zu finden sein. Ja, gut. Achso, X muss ich drücken. Okay. Ja. Jetzt wissen wir, wo der Flugplatz ist. Halte die X auf dem Xbox Gamepad gedrückt, jetzt, dann fokussiert er sich immer auf den nächsten Flughafen. Übernehmen Sie das Steuer. Das erste Instrument auf unserer Liste ist das Steuerhorn. Ich erinnere mich noch, wie mein Fluglehrer damals meinte, das Steuerhorn sei wie ein Lenkrad. Naja, fast. Denn der Neigungswinkel lässt sich damit auch ändern. Nun, zunächst einmal steuern Sie damit das Querruder. Und mit dem Querruder können Sie Rollen durchführen und das Flugzeug in Schräglage versetzen. Hammer. Versuchen Sie jetzt nach rechts zu rollen. Perfekt. Perfekt, Ihr Rollwinkel ist zu hoch. Fuck, jetzt habe ich dir nicht zugehört, Jess. Kannst du das nochmal wiederholen, bitte? Gut gemacht. Ah ja. Hast du gut gemacht. Natürlich kontrolliert das Steuerhorn außerdem das Höhenruder. Und das Höhenruder bestimmt den Neigungswinkel. Klar soweit? Ja, fantastisch. Ziehen Sie das Horn nach hinten, um das Flugzeug aufsteigen zu lassen. Nur zu? Die beiden wichtigsten Dinge in der Luftfahrt sind die Geschwindigkeit und die Höhe. Und wenn Sie die Nase nach oben ziehen, verringert sich Ihre Geschwindigkeit. Sie müssen entweder mehr Schub geben oder für den Moment das Flugzeug nach vorne neigen. Hat ein bisschen was von Cortana, ne? Sagt auch ja. Max Dutant.
Ja, die ist jetzt ja auch nicht mehr bei Halo am Start, kann sie in anderen Games jetzt quasi ihren Job machen. Jetzt wissen wir, wo sie ist. Fuck, jetzt habe ich hier ein bisschen verpasst. Steuerhorn. Neigung zu verringern. Achso, ich muss einfach nur nach unten fliegen. Sobald sie die Nase des Flugzeugs nach unten neigen, erhöht sich ihre Geschwindigkeit. Ja, das ist ja plötzlich Jazz. Kümmern, erzähle ich Ihnen etwas über die Seitenruder im Fußraum. Mit diesen Pedalen bestimmen Sie die Seitwärtsbewegungen des Flugzeugs, auch Gierung genannt. Auf dem Boden verwenden wir die Pedale, um nach links bzw. rechts zu steuern. Hier oben helfen Sie dabei, uns während Wendemanövern richtig auszurichten. Ja, komm auf den Punkt. Versuchen Sie es mal und beobachten Sie, wie sich die Nase des Flugzeugs nach links bzw. rechts bewegt. Klingt simpel, oder? Rumgerissen wird, ne? Bevor wir weitermachen, Krass, ja, ist das echt so. Die Oberkante des Instrumentenbretts sollte etwa 8 bis 10 cm unterhalb der Horizontlinie liegen. Das ist die sogenannte Reiseflugflagge. Jetzt brauche ich noch ein Lineal oder was hier im Flugzeug? Reicht nicht dieses Instrument, das blau-braune da? Okay, als letztes erkläre ich Ihnen noch den Gashebel. Ziehen Sie den Hebel? Er gibt Gas. Sie sich mit dem Gashebel sofort anfreunden. Aber das ist das, was du wissen wolltest. Ja. Sehen wir uns als nächstes an, was passiert, wenn Sie das Gas komplett wegnehmen. Ja, was wird schon passieren, Jess? Bisschen gefährlich auch, jetzt hier in der Flugstunde so einen Mumpitz zu versuchen, ne? Jetzt nehmen wir mal hier den Schub raus. Oh, wir stürzen ab. What a surprise. Zu erwarten, nimmt unsere Flughöhe ab. Jetzt erklär aber mal schnell weiter. Und hier ein Tipp. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung, um sicherzustellen, Sie haben den Übungsluftraum verlassen. Sie müssen umkehren. Du hast mir gesagt, ich soll das machen. Ja, was soll das? Tipp. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung, um sicherzustellen, dass Sie nicht zu tief liegen. Hammer Tipp. Ja, danke. Okay. Geben Sie jetzt wieder mehr Gas. Habe ich schon gemacht, Jess. Ich bin ein schneller Lerner. Wie erwartet, nimmt dadurch unsere Geschwindigkeit und damit, wenn wir unsere Fluglage beibehalten, auch unsere Höhe zu. Jetzt mache ich zum Beispiel gerade gar nichts mit dem Pad. Sie den Dreh echt raus. Geht so, ne? Also, weil die Nase geht automatisch nach unten, obwohl ich maximalen Schub habe. Bis dahin halte ich mich bereit, falls Sie Hilfe mit dem Funk, den Checklisten oder einfach nur beim Fliegen brauchen. Sie können mir die Steuerung wieder übergeben, wenn Sie die Lektion beenden möchten. Sie können aber auch weiterfliegen. Ist ja schließlich so ein schöner Tag. Ja, geiler Story-Mode hier im Flight Simulator. Ich würde es super finden, wenn, also, oder ich frage mich, inwiefern das dir hilft, die Theorie für die Flugschule zu lernen. Also das hier glaube ich gerade gar nicht, weil da geht es ja überwiegend um Tastatur-Controls. Also der Hebel ist hier zwar wirklich in der Cessna, ja, ja. Aber was das hier alles ist... Das war also, gibt das, wäre jetzt die Frage, gibt es da sowas, was da ansetzt? Irgendwas Flugschule, wo man wirklich was lernt, wie man fliegt? Also ich habe noch nicht alle Tutorials durchgemacht, deswegen kann ich natürlich nicht sagen, ob Tutorial 8 dann total in die Tiefe geht und 6 Stunden geht. Mhm. Aber wenn man sich wirklich, da gibt es ja ganze Communities und auf YouTube auch irgendwelche wirklichen Piloten, die da in die Details gehen. Da du jedes Instrument bedienen kannst, kannst du also damit, wenn du richtig Zeit investieren möchtest, das auch lernen. Ja, ich muss sagen, ich habe schon geguckt, ob ich das bei YouTube lernen kann, fliegen. Es geht leider nicht. Wieso? Hast du keinen gefunden, der wirklich gesagt hat? Ich habe keinen YouTube-Kanal gefunden, der tatsächlich mir Fliegen beibringt. Naja, aber das müsste... Irgendjemand hat das ja schon zum alten Flight Simulator bestimmt gemacht. Nein, ich meine Fliegen mit Flugzeug. Also das ist ein Flugzeug, weißt du? Und irgendjemand hat das zum alten... Bestimmt, also der hat eine Community, die hat den irgendwie über 10 Jahre begleitet. Da ich meine, echtes Flugzeug fliegen, weißt du? Ja, aber... Ach so. Der das mir nicht im Flight Simulator, sondern den halt, der mir echt Fliegen beibringt. Okay, also, ja. Denn ums, weißt du? Ja, ja, verstehe. Aber du kannst es halt mit einem Flight Simulator top lernen. Warum muss der sich so mit einer GoPro ins Flugzeug setzen und dir dabei alles zeigen, wenn er es auch digital kann, weißt du? Ja, es ist, das ist ja der USP, dass die eigentlich alles können, was Flugzeuge auch können. Gut, wenn das so ist. Und also das wäre die Frage, was jetzt besser ist. Ich würde das jetzt gar nicht so... Ich denke schon, dass es wahrscheinlich besser ist, das in einem echten Flugzeug zu lernen und jetzt nicht plötzlich von heute auf morgen alle umstellen und noch im Flight Simulator fliegen gelernt wird. Ich glaube schon, dass es immer noch besser bleibt, das in einem echten Flugzeug zu lernen. Das, okay, da bin ich bei dir, weil auch die ganzen, das ist ja auch eine Gefühlssache. Du musst ja auch Ja. Die Angst des Absturzes.
G-Kräfte, die müssen nicht packen. Gut, jetzt habe ich aber genau das, was ich lernen wollte, also klar den Hebel. Ich dachte aber tatsächlich, da gab es einen Control, gibt es offensichtlich nicht. Man muss offensichtlich hier so rumziehen. Ja. Aber es gab halt noch diesen, wie hieß das Ding jetzt nochmal, dieses Trim-Ding? Ja, genau. Warte mal, war das nicht... Ich probiere mal ganz kurz hier rum. Nee, das Austria ist sagt, Piloten lernen doch im Flugsimulator. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich glaube, Flugsimulatoren sind sehr, sehr teuer und nur große Fluggesellschaften haben von großen Flugzeugensimulatoren. Ich glaube nicht, dass jede beliebige Flugschule einen Flugsimulator hat, in dem du das lernst. Das wird wie... Also ich weiß es nicht. Sagt es mir eines Besseren, aber ich bin mir... Oder? Dass du da eine Theorie und eine Praxis hast. Ich habe das Trim wieder bedienen gelernt. Also zumindest, ich habe mich da tatsächlich mal ein bisschen informiert. Okay, na, jetzt bin ich wieder bereit, über Hamburg zu fliegen. Jetzt kann ich nämlich sowas. Cool. Steuerung Alt X. Trim ist Y, sagt Dings. Austria. Was hat jemand als Tipp gegeben? Y sagt Austria ist. Ja, war völlig richtig, genau. Ach so, Y plus Richtungstasten, okay. Richtungstasten. Ja, in dem Moment habe ich selber mich wieder daran erinnert, beziehungsweise rumprobiert. Und hier steht jetzt auch, falls man nicht weiß, ob man es gecheckt hat, gecheckt. Wir haben es gecheckt, cool. Sehr gut. Okay, zurück. Ja, das ist wahrscheinlich, das ist aber auch Anspielung, ne? Ja, oder? Ist da mit dem Augenzwinkern. Du musst doch alles, ist das klar, check. Ruder, check. Aber stimmt, das sagen die ja wirklich Benzin, so, glaube ich. Check. Ja, die haben ihre Checklisten. Ne? Ja. Okay, zurück ins Hauptmenü. Weltkarte. Und dann gehen wir mal wieder zurück nach Hamburg. Und vielleicht ist sogar ein bisschen besser, eine Cessna zu nehmen, weil mir ist aufgefallen, was mich total genervt hat, als ich mir Sachen ganz genau angucken wollte, dass ich immer zu schnelle Flugzeuge hatte. Ja. Das heißt, ich war immer direkt wieder weg. Also okay. Mit Pause ist natürlich eine geile Sache, aber nehmen wir doch einfach mal das lameste Flugzeug hier, beziehungsweise das, was wir eben auch in dem Trainingsding hatten, eine Cessna. Die ich auf Anhieb hier gerade gar nicht finde. Habe ich die schon. Die habe ich wohl überscrollt, ne? Bin ich hier auf alle? Ja, alle 30. Ich war nicht auf alle offensichtlich. Hä? Kann man es nicht alphabetisch sortieren oder so? Komm, wir bleiben bei der, das dauert mir jetzt zu lang. Machen wir wieder tagsüber, damit wir schön wieder was sehen. Jetzt aber mal mit ein bisschen Wetter zumindest. Machen wir mal verstreute Wolken. Verstreute Wolken. Okay, sehr gut. Was auch immer. Und noch irgendwas anderes, an irgendwas anderem drehen. Kannst du ja, man kann nämlich hier in... Wo war das noch gleich? Man kann das noch ein bisschen genauer einstellen, das Wetter. Ich glaube, da muss man... Angepasst. Genau. Und hier kannst du jetzt nämlich die Wolkenschichten frei definieren. Also, wie hoch und tief, cool. Genau, wie hoch und tief... eben die Streuung, wie dicht die sind, all so ein Kram. Und hier die Bodenwolken kann man, glaube ich, auch löschen. Dann könnte man eine Windschicht hinzufügen. Das ist aber tatsächlich alles recht komplex. Also, was die Streuung jetzt genau macht, I don't know. Aber da du ja sagtest, man kann das auch in-game wechseln, das habe ich auch schon mal gesehen in einem Video, selber nur noch nicht gemacht. Aber jetzt nicht wieder Hamburg. Ach so, doch nicht. Woanders. Ja, okay. Wenn du möchtest, such aus. Du bist dran. Okay. Dann lass mal überlegen. Ich war ja auch schon an ein paar coolen Plätzen, ob ich davon was zeige oder ob ich mir selber was Neues angucke. Schlag's uns vor, so Weltwunderstätten oder sowas sind immer ganz cool. Wir können über die chinesische Mauer fliegen oder über die Pyramiden von Gizeh. Ja, das stimmt. Ich New York. Hab mir mit als erstes den Mount Everest angeguckt. Oh, gute Idee. Lass. So, den muss man jetzt zeigt sich auch, wie gebildet wir sind, wie schnell man das so whoop, aus dem FF findet. Erstmal Indien suchen. Ja, wenn du weißer raussuchst, glaube ich, ist ein bisschen einfacher. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, genau. Und vor allem auch hier das Licht ein bisschen anpassen. Genau. So, weil hier, jetzt sind hier natürlich Wolken im Weg. Gandhi, klingt schon mal gut. Goldener Tempel. Also hier irgendwo ist Tibet. Kannst du noch mal rauszoomen? Ja, aber da sind halt Wolken vor. Ja. Das bringt uns herzlich wenig. Ich weiß auch, das habe ich schon da nicht gecheckt. Wie kriege ich die weg? Aber da wird doch bestimmt auch ein Mark sein oder so. Aber zoom noch mal rein. Da direkt an diesen, da das... Also die...
Also hier gehen halt die Wolken weg, von daher würde man hier zumindest... Ja. Ich habe mir halt mit Google Maps Abhilfe, Google Earth Abhilfe geschaffen. Soll ich einmal ganz kurz gucken, wo der genau ist, das für das... Macht es doch mal, genau, weil ich, mir ist auch aufgefallen, man kann nicht einfach eingeben Mount Everest, beziehungsweise... Das geht nicht. Das ist eine Lüge, das habe ich nicht versucht. Das hast du nie probiert. Mount... Lügner. Everest, vielleicht, habe ich es falsch geschrieben, vielleicht ist der Sonderbegriff irgendwie Latein oder so. Ach, guck mal, da schreibt auch jemand, cool, wie Wolken an den Himalayas hängen bleiben. Stimmt natürlich, das ist ja, kennt man ja, dass an Bergen oft die Wolken länger brauchen, um da drüber zu zu flowen. Gesehen. Aber und das sind wahrscheinlich ja aber auch tatsächlich jetzt, also sind das die echten Wetterdaten, warum nicht? Die hast das, glaube ich, würde ich jetzt behaupten, sind die Live-Daten. Haben wir zwar nicht eingestellt, aber ich glaube, so, wenn man diesen Globus sieht, ist es erstmal immer live. Okay, also wenn man, der ist aber genau richtig, du bist genau richtig. Genau. Ja. Mach's hier mal so. Aha. Genau hier bei dieser. Genau, hier nördlich hochgehen, wo quasi Indien so aufhört an dieser Ecke, wo man, ne? Ja, also, warte mal. Diese, hier, lass uns. Gerade hoch. Ach, guck mal, hier ist so ein Delta, nennt man das, glaube ich, ne? Wenn ein Fluss ist, ja. So, genau, da muss ich quasi, der ist zwar hier nicht mehr fertig gezeichnet, aber den muss ich quasi nach oben. Hoch, genau, und dann hast du... Siehst du diese beiden hier, diese Flussarme? Ja, ne? Genau, dann noch weiter hoch, also quasi hier müsste der so sein. Genau, ja, würde ich auch sagen. Super. Spring rein da, den sehen wir schon. So, den kann man nicht übersehen, oder? Stimmt, das ist der höchste. Also. Easy. Wobei, werden wir gleich sehen. Ich war sehr überrascht. Ich war ja noch nie dort, ich will unbedingt mal hin. Auf dem Everest? Nicht auf den Everest, aber in die Zone danach, Tibet. Ich will jetzt als Lappen nicht direkt den Mund aufmachen. Ja, Everest, easy peasy. Da ist zwar keine Luft, aber ich krieg das hin. Ja, kein Problem. Gehst du mit Wim Hof nur in Unterhose, easy. Ja, ich habe letztens eine kleine Doku drüber gesehen, dass das echt so ein Touri-Magnet jetzt geworden ist. Früher ist ja so ein Reinhold Messner da hoch und wurde gefeiert. Leute mittlerweile genau, geht da jeder Dulli hoch und stirbt dann halt. Ja, die sterben, weil die quasi... Also die stehen da an. Das ist wie eine Schlange hoch zum Gipfel. Ach, okay, ja. Also gibt's Fotos zumindest, wie die Leute wirklich wie eine Schlange dann stehen. Und dann kannst du dann schwierig, ne, wenn das zu voll ist, sind da irgendwie Leute draufgegangen. Ich weiß nicht genau, woran, aber... So. Weil, was halt schon mal, was mich total beeindruckt hat, das Himalaya-Gebirge ist ja generell sehr hoch. Also... Auch diese Ebene sind wahrscheinlich schon 4000 Meter oder so ein Shit. Und deswegen sieht der Mount Everest, wenn man direkt drumherum fliegt, erstmal aus wie ein stinknormaler Berg und ist eben gar nicht so gefühlt höher als andere. Jetzt müssen wir den aber trotzdem erstmal finden. Da hinten sind so nochmal so krassere Riesenberge. Da würde ich mal ganz kurz in die Richtung fliegen. Und jetzt sehen wir auch, wenn sie das nicht seit der Alpha ein bisschen... geändert haben. Genau, such mal ein Bild am besten von dem Ding raus. Sehr schön. Ja, sowas macht, glaube ich, auch ein Co-Pilot in echt. Der googelt mal kurz, wo müssen wir eigentlich nochmal hin? Was ist nochmal der Mount Everest? So, ich glaube, ich muss ein bisschen am Trim arbeiten, weil das sieht ja nicht so gut aus hier gerade. Beruhig dich. Ah, das sieht gut aus. Oh, hier unten ist mein Flugzeug gefroren von unten. Das hat man gerade so leicht hier in den Spiegel gesehen. Okay. So, ich glaube, jetzt habe ich das Trim ein bisschen besser eingestellt. Ich bin auch da echt noch nicht so ganz so gut mit. Aber ein bisschen weitwinkliger. Ah ja, das ist gut, dass man da gerade auf deinem Bild die Berge drumherum sieht. Das ist vom Everest aufgenommen, glaube ich, das Bild, oder? Ja, okay, aber daran können wir uns ja ein bisschen orientieren, weil da hinten ist dieser... Makalu, der offensichtlich fast genauso hoch ist wie der Everest. Der ist auch über 8000 Meter hoch. Ja, ich glaube, ich noch ein besseres finde. Ja, vielleicht findest du noch ein besseres. Such mal wirklich nur den Everest. Ich habe jetzt nach Panorama auch gesucht. Also der sieht schon massiv aus. Das ist schon so ein... Der ist schon breit. Mhm. Der hat schon breite Schultern, der Everest. Ne? Der ist schon... Ich habe ihn hier auch noch mal offen, wenn ihr ihn sehen wollt. Den suchst du. Eher breit als hoch. Ist wahrscheinlich nicht nur der höchste Berg der Welt, sondern auch der breiteste. Ich bin gerade ein bisschen
überfordert, weil jetzt haben wir natürlich ein anderes Flugzeug. Find mal hier den Schubregler. Ja, shit. Was ist denn der hier? Sehr gute Vorschläge aus dem Chat hier. Würde gerne über Nordkorea geflogen werden. Das ist natürlich auch interessant, oh, hier wie Gas. Das da aussieht. Ah, hier volle Pulle natürlich. So. Ja, gute Idee eigentlich. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Hier sieht man auch überall Gletscher unter uns. Ja, stimmt. Und das sieht echt schnicke aus. Ja. Ich sehe es zwar immer noch durch unsere Titaniumscheibe hier, aber ich guck mal kurz. Sieht auch ohne Scheibe krass aus. Sieht noch krasser aus, so. Noch krasser, ja. Hier irgendwo muss der Berg doch sein. Sehen sich alle so ähnlich. Aber hier, das ist so ein Klotz hier direkt vor uns. Aber der sieht so weich aus. Der hat so eine abgerundete Spitze. Das ist, ja. Der hat nicht den Titel Berg, das ist ein Hügel. Aber wenn es ist halt, nicht eckig genug ist. Ist halt auch einfach der höchste hier in der Zone. Ja. Aber fliegt mal drüber. Mach ich. Ich meine, der Versuch zählt. Ich würde sagen, wenn du drüber gedüst bist, dann gleich in die nächste Area, oder? Ja, die Welt ist groß. Ich will, das ist tatsächlich das, was mich am meisten interessiert. Wie detailliert ist die Welt? Das stimmt. Und das Fliegen ist fast sekundär für mich. Weiß nicht, vielleicht geht das anderen auch so. Hier sieht man aber auch direkt irgendwie. Natürlich, Berge sind am schwierigsten für den Satelliten zu fotografieren, weißt du, weil da hast du dicke Schatten und das sieht ein bisschen strange aus hier. Ja, guck mal. Und ich glaube, ist er das? Nee, der ja, aber das ist ja wirklich, der ist ja geschliffen, der Berg hier. Ja. Das ist halt die Frage, gibt es so einen geschliffenen Berg überhaupt? Oder ist das ein Satelliten? Boah. Guck mal, nee, das ist alles gestretcht. Guck mal, das sieht aus, als würden da alle Vögel der Welt Zwischenstopp halten zum Entleeren. So ein Felsen ist das wahrscheinlich, ja. Das ist ein riesen Scheißhaufen, dieser Berg. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so ein gutes Foto. Das ist nämlich genau das, was ich meinte, die Satellitenfoto-Fails. Und das sieht auch so aus, als hätte die AI versagt. Als hätte sie den Berg höher gemacht, ja, als richtig, er ist und schön die Textur weggestretched. Stimmt, ja. Okay. Ja, aber das ist vielleicht der Everest in schlecht. I don't know. Springen wir direkt weiter, oder? Weil, was sollen wir jetzt hier groß noch machen? Von mir aus gerne. Aber auch hier nochmal der Hinweis, ich habe jetzt nämlich den direkten Vergleich im Kopf, wir haben es nicht ganz hochgestellt. Also es kann noch ein bisschen schicker aussehen. Ach ja, stimmt, das ist gut, dass du das sagst. Wir mussten es ein bisschen runterstellen, weil es uns immer abgestürzt ist. Genau. Und selbst eine 2080 Ti hat noch Probleme mit dem Spiel. Alles hoch, ja. 4K kannst du vergessen und 1080p hast du vielleicht so solide 30 Frames. Genau, wie viel wir gerade haben, können wir leider nicht sehen. Hier ist eine 1080 gerade drin. Ja, okay. Aber es ist auf hohen, aber nicht auf sehr hohen Einstellungen, hat Tim für uns vorgenommen, damit es flüssig läuft. Ja, war bestimmt die richtige Entscheidung, einfach, dass wir hier nicht ganz so einen Ruckelkasper bekommen. Aber wir haben gesagt, wir springen direkt weiter. Daran halte ich mich. Okay. Dann du wieder. Ich glaube, das ist einfach das Naheliegendste. Lass uns mal New York machen. Ja. Bei Nacht. Weißt du, dass wir mal jetzt mit Licht noch ein bisschen das Ganze sehen. Ja, ich kriege gerade die Meldung, der Chat ist gerade down, aber wartet. Das ist immer nur eine Frage von Sekunden, dann ist er wieder da. Wundert euch nicht. Kommt gleich wieder. Easy. So, warum gehe ich in die Option? Das ist natürlich Quatsch. Weltkarte. So. Was haben wir gesagt? Ach ja, New York, okay. Fatz. Ist das nicht hier? Ah, ne, hier. Ja, hier. So, machen wir Nacht. Oder ist schon 19 Uhr? Ja, machen wir einfach mal. Wollen wir sonst Abend. Vielleicht, wollen wir mal am Flughafen starten? Weil der ja sicherlich wird ja JFK auch. Oh, guck mal, hier sehen wir jetzt gerade den andere Spieler. Feels okay, man. Ja. New York ist natürlich sehr frequentiert, aber ja, starten wir mal. Ja, lass mal starten. Einmal gemacht, das war. Ein Erlebnis, sag ich dir. Also, weil ich hab's nicht so gut gemacht. JFK, wo ist er? Guck mal, die haben natürlich ein paar. Der ist weit weg. Empire State Building. Da war ich eigentlich auch schon mal hier. Das ist er ja, JFK. So, Abflug festlegen. Und Ziel lassen wir einfach mal. Wir würden ja eh weiter springen. Und hier kann ich jetzt sogar die Bahn auswählen. Mm. Da kenne ich mich natürlich nicht genug aus. Ich würde jetzt einfach mal, ich weiß nicht genau, welche Flughäfen das sind, aber wenn sie schlau sind, haben sie den JFK natürlich ausmodelliert, weil jeder guckt sich erstmal New York an. Gehe ich davon aus. Deswegen machen wir das ja, oder?
Eben. Machen wir es aber ein bisschen später. Machen wir so schön 23 Uhr. Flugbedingungen nochmal einmal kurz abchecken, was wir hier für Wetter haben. Immer noch verstreute Wolken. Mach ich mal wenige Wolken. Wir gucken uns gleich nämlich noch richtig Sturm und so an. Das finde ich super beeindruckend. Ja, aber dafür brauchen wir dann keine krass... Ich habe den falschen Button gedrückt. Sorry, Leute. Aber cool. Kannst du sonst vielleicht genau Sonnenuntergang einstellen oder so? Ja. Geht das auch? Aber dann müsste man wissen, wann der ist. Aber kriegt man das irgendwo angezeigt? Also man sieht es hier schon ein bisschen rechts oben in dem Vorschaubild so. Aber das ist jetzt, warte mal, also richtig akkurat. Ah, wobei. Guck mal, das ist so schön. Ja, das da mal. Hier so 19.20 Uhr ist maybe gut. War mega gut. So. Ausgewählt. Flugbahn egal. Ja, ist egal, genau. Dann losfliegen. Ich glaube, wir haben alles. Ah, da siehst du denn auch, was das für eine Landebahn ist. Um auch mal was zu loben an der Release-Version, die lädt viel schneller als die Alpha. Da hast du immer 10 Minuten drin verbracht, oder nicht ganz, aber gefühlt habe ich mir immer erstmal einen Kaffee gemacht. Ja. Und da springen wir jetzt ja echt immer von Place to Place. Oh, okay. Schau, ich guck mal, ob der Chat wieder da ist. Nope. Ansonsten kannst du ja auch auf den Buttons da oben vielleicht mal die Einzelchats laden. Genau, die müssten gehen, sagt die Regie gerade. Oh, doch, da kam was, da kam einer. Da, oh, oh, da. Doch, geht. Nee, das war willkommen im Chat. Genau, YouTube zeigt ja immer noch die Nachrichten YouTube aus der Vergangenheit an. Duisburg oder Ägypten, was? Da finde ich Duisburg natürlich klar spannender. Ägypten wurde sehr häufig genannt, das sollten wir nochmal anfliegen. Da war ich mal noch nicht. Da die Ecke Kairo. Ansonsten Rom wird gerade von Chris genannt, Rom und Vatikan. Mhm. Aber ich fand die Idee auch gut, in die verbotenen Gebiete dieser Welt zu fliegen, wo du nicht mal eben spazieren gehen kannst. Stichwort Nordkorea, Tschernobyl, Area 51. Ist natürlich schon geil, da einfach mal. Aber man muss auch sagen, ich habe da auch schon mal ein langes Video drüber geguckt, dass die Satellitendaten auf Bing und Google sind ja auch nicht die echten. Also da haben sie ja ein bisschen teilweise was wegretuschiert und so. Was gab? Was ist jetzt Aluhut-Action? Was los? Nee, also bei Area 51 und so kann sich natürlich easy die CIA und wie sie alle heißen einschalten und sagen, ja, da haben wir so einen Hangar, da sieht man gerade die Atombombe, mach da mal so einen Pinsel. Ach so, das meinst du, dass einige Orte zensiert sind? Ja, gerade halt die Sperrgebiete so. Ja. Ich glaube aber, gelesen zu haben, dass Area 51 tatsächlich als random Flughafen mit drin ist. Ja, stimmt, genau. Du kannst auch starten und landen, exakt. Irgendwas war doch da. Ja. Also ich letzte aber hier auch schon länger, aber gut, New York ist natürlich auch anspruchsvoll, viele Gebäude. Du hast recht, das wird sich wahrscheinlich auch arg auswirken. Das wird wahrscheinlich... Naja, gut, klar, gibt noch ein paar andere fette Städte. Viele Leute haben auch gesagt, glaube ich, Tokio. Ich weiß nicht, ob wir da auch noch mal, das wäre auch eine nette Nummer. Tokio wäre. Johann Stein sagt es auch gerade. Oder Dubai, da haben sie doch diese Sandinseln selber das gebaut. Ist, Dubai ist eigentlich mit das Beste. Ja, Dubai müssen wir uns angucken. Okay, wir ruckeln uns mal rein, Leute. Parkbremse lösen. Y plus B. Okay, es geht direkt los. Shit. Das ist ja sehr aufregend jetzt. Ist denn hier unten... Konzentrier dich. Ja, ja. Alles gut. Wir hier nur unten. Erzähl den Passagieren bloß nicht, dass du noch nie geflogen bist. Ja, sie sind sicher hier an Bord. Haben sie keine Angst. Über unserer Startbahn ist einer ein bisschen tief, aber das ist normal. So, jetzt heben wir mal ab. Ist eigentlich immer spektakulärer von außen, oder? Ja, finde ich auch, finde ich auch. Oh, auch bessere Soundkulisse. Ja. Ja, also gut, klar. Ich meine, was soll man zu den Flugzeugen sagen? Sehen geil aus, was willst du? Die Flugzeuge sind super, klar, aber auf diesen Flughäfen, deswegen finde ich es fast schade, dass wir direkt auf der Kette anklicken müssen, dass wir an so einem Gate starten müssen, weil da unten sehen wir ein kleines Autochen hier und es sind ja sogar Menschen unterwegs. Da laufen Menschen Leute rum. Auch? Ja. Das wusste ich nicht. Da laufen Menschen rum. So, jetzt wie fahre ich das Fahrwerk nochmal ein? Dafür muss ich nochmal rein. Da gibt's. Oh, okay. Oh ja, genau. Kleines Nickerchen. Schön. Da gibt's eigentlich einen Button für. Landeklappen. Ich trau mich mal nicht so lang. Wo sind wir denn hier? Weiß ich erstmal. So. Das ist eine gute Idee. Einmal geradeaus fliegen. Ja, und jetzt hier. Irgendwo muss das sein. Suchen wir. Fahrwerk. Fahrwerk. Eingefahren. So einfach ist das.
Siehst du? Oh, das Fahrwerk. So richtig gerade war ich, by the way, nicht. So, jetzt aber. Okay. Und hier übrigens, wir haben den Sonnenuntergang. Wunderbar, genau. Das wollten wir haben. Okay, jetzt krieg ich ein bisschen Höhe und ganz entspannt eine Runde über New York. So, jetzt drehen wir uns auch mal hier Richtung Manhattan. Das müsste nämlich ungefähr da hinten sein. Im Westen von hier, ich sehe nur nicht, wo ist denn der... Ach so, der... Okay, klar, der Kompass zeigt natürlich mit dem Flugzeug und nicht mit der Kamera. Also wir müssen ja Richtung Hudson River da auf jeden Fall schon mal. Pass rein. Übrigens, das möchte ich mal ganz kurz sagen, ich kriege jetzt alle bei uns intern mit, ich kriege auf Twitter und generell im gesamten Internet mit, dass jetzt jeder sagt jetzt, ich muss diesen Flight Simulator spielen, hat jemand noch einen Key? Und dann sagen mal alle, ich kriege den im Game Pass. Als der damals auf der E3 angekündigt wurde, war ich bei Sebastian Tüzak von Game 2 und wir haben zusammen diese Pressekonferenz geguckt. Und alle haben sich bei irgendwelchen lame Indie-Spielen gefreut und ich habe geschrien, als diese Bilder gezeigt wurden. Und alle haben sie mich ausgelacht. Ja, und jetzt, wo sie kurz davor sind, selber diese tollen Views hier zu genießen, jetzt will es plötzlich jeder spielen. Also, ja klar, das ist schon schick. Ich glaube, die Leute sind einfach so skeptisch, weil sie damals gesagt haben, ja, das ist halt, ne, Downgrade-Debatten kennen wir alle, sieht doch eh nicht so aus und so. Tatsächlich muss man sagen, wenn man sich das hier alles hochstellt, doch, das kann schon so aussehen wie die ersten Bilder, die wir gesehen haben. Ich würde gerne auch auf jeden Fall heute noch einmal in die Option gehen und checken, was sich da versteckt hält. Denn ich habe auch schon im Chat gelesen, dass man unter Umständen einige Daten vorladen kann und das dann noch hübscher aussieht. Das würde ich gerne überprüfen. Mhm. Übrigens fliegen wir jetzt genau Richtung Sonne und genau auf Manhattan zu. Man sieht schon so einzelne Gebäude in der Ferne. Für meinen Geschmack bin ich ein bisschen zu hoch, weil wir wollen ja schön tief über die Gebäude fliegen. Ja, aber das machen wir ja gleich. Das ist ja super. Jetzt haben wir erstmal die schöne Ansicht von oben über den Wolken. Was haben wir für eine Höhe? 7800 Fuß. 7800 Fuß steigend. Ich kann immer nicht so genau direkt sagen, ich hatte auch immer noch auf meinem Handy dann so den Fuß in Meter Umrechner. Weil ich weiß nicht genau, wie viele Meter das sind. Ja, ist ja egal, Hauptsache bist du nicht bei Null, darum geht's. Ja, das ist also stimmt. Je niedriger, umso gefährlicher. Stimmt, im Prinzip ist für einen Pilot nur das wichtig. Ja, richtig. Aber warum ich mich gerade ein bisschen aufgeregt habe, dass wir so hoch sind, es ist nicht wie bei GTA, dass du einfach so chillig wieder runterfliegen kannst. Nee? Also dann stresst das Flugzeug halt auch schnell rum. Turbulenzen, Strömungsabriss, wie es der Kram alles heißt, was es im realen Leben gibt. Okay. Deswegen muss man schön langsam flink... Flugzeug rechts unten? Oh ja, oh, da unten. Das ist ja der Hammer. Oh, Ruckelflugzeug, scheint ein echter Spieler zu sein. Hat ein bisschen Ping-Probleme. Ja, aber ganz cool. Vielleicht landet mega der gerade. Cool, mega cool. Oh, da hinten noch eins, hier. Ja, ein kleines da hinten, ja. Und hier. Also um den Airport natürlich eine Menge los. Ja. So, und jetzt mache ich hier das Trim auch mal wieder ein bisschen. Das muss man genau in die andere Richtung machen. Richtung DN. Ihr seht es unten rechts links neben dem Altitude-Ding. Ja, ich ein bisschen übertrieben vielleicht, weil jetzt ist genau der Sinkflug eingetreten. Das ist ein Sinkflug, das ist ein Sturzflug, der mir jetzt too much war. Sehr gut. So, jetzt sagt er nämlich auch... Airspeed im rot-weißen Gefahrenbereich. Aber ich sag mal, ein guter Pilot, der geht jetzt natürlich hier in diesen Regler. Genau. Und sagt erstmal... einen Schluck aus seiner Flasche. Aber wenn es so ruckelt, kriege ich diesen Hebel nicht gegriffen. So. Okay. Wow. Okay. Oh ja. Schade, dass da jetzt diese Einblendungen sind. Diese natürlich, kann man garantiert auch ausblenden. Die kann man irgendwie aus... Willst du das einmal kurz machen? Escape einmal? Oder wie du das da oben kriegst, da deine... Ach so, ja. Leiste oben da geht das vielleicht. Ah nee, drück doch auf Pause, dann kannst du es ja auch machen. Dann hast du keinen Stress, weil sonst zollst du mir gleich. Jo. So, Ziele wollen wir schon mal nicht. Warte mal, das ist doch genau links daneben, sieht doch genauso aus. Ein weiter links, das da? Reise nach. Klick mal drauf. Ach so. Dann können wir uns... Ja, weil das Haus sieht wie das Icon, weißt du, deswegen... Ach, das meinst du, ja. Checkliste, Kamera. Es gibt bei Kamera. Vielleicht kann ich irgendwie sagen, ich will ein freies Bild. Nee, aber es gab die Taste. Und eben haben wir
F2 ist weniger Schub. Danke schon mal für den Tipp. Aber jetzt bräuchte ich noch den Tipp. Was ist nochmal der Button fürs Ausklappen? Geh nochmal da rein. Da hattest du zwei Menüs, die du ausklappen konntest. Ja. Vielleicht wärst du was da für Stack. Du warst bei Kamera. Ja. Und hast unten zwei Pfeile gehabt. Ach, das meinst du? Mal Außenansicht. Nee. Fernsicht. Okay, komisch. Nee. Ich dachte, da käme was. Ja, ich habe das auch schon mal geschafft. Was geht denn hier bei benutzerdefinierte... Ach, guck mal. Ah, nee, da kann ich nur das hier machen. Alt F4 ist natürlich ein klasse Tipp. Drück mal einfügen, das wird häufig genannt. Ja. Drohnenkamera, jetzt können wir, glaube ich, freifliegen, oder was? Kann das sein? Sind wir jetzt... Haben wir Gordon? Ach so, ah. Ei, okay. Ist das nicht viel geiler? Jetzt mal in die City runter. Jetzt gehen wir in die City runter. Oder sind wir gelockt ans Flugzeug? Guck mal, aber jetzt haben wir auch gerade keine Einblendungen mehr. Ja, doch, da sind sie wieder. Also ja, die sind da, ja. Aber wir hatten ja auch den ganzen anderen Schiff. Aber sind wir jetzt gelockt oder frei? Ja, warte mal. Flugzeug oder kannst du geradeaus weiter? Nee, fliegen kann ich jetzt gerade nicht. Nee, ich meine, deine Cam, kannst du jetzt weg vom Flugzeug oder kannst du nur ums Flugzeug kreisen? Nee, ich kann nur ums Flugzeug, oder? Warte mal, ich kenne ja auch die... Oh. Ah ja, warte mal, gucken wir, wie weit wir wegkommen. Guck mal, ich komme ganz schön weit weg. Ja, mach mal andere Richtung. Es ist halt nur leider nicht so schnell. Witzig finde ich, dass wenn ich im Pause-Mode bin, fliegen da unten die anderen Flugzeuge trotzdem weiter. Ja, das hatten wir bei den Autos auch gerade. Das ist uns auch... Aber das ist ja ganz cool. Aber macht logisch, weil wenn es die Live-Daten sind, wäre es blöd, wenn du die Welt anhalten könntest, ne? Ja, das stimmt. Bist du immer noch am Rand fliegen? Nee, jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Okay. Ich wollte nicht zu weit weg, weil sonst finden wir unser Flugzeug nicht wieder. Achso. Ich höre es jetzt auch nur noch. Ah, da ist es. Ah, schön. So. Das machen wir, wenn wir ein bisschen weiter unten sind. Ein Fk und Pause. Okay, man kann ganz runter, sagt Hollywood. Okay, der Chat ist back. Wunderbar, dann gehen wir da mal rein. In 2 Stunden seid ihr unten, schreibt jemand. Guck mal, nee, nicht, wenn ich das so mache, wie jetzt gerade. Ja, wunderbar. Aber jetzt reicht's mir auch. Ja. Normalisier dich wieder. Zu hoch. Der Schub ist schon ganz unten. Ich muss warten, bis wir... Overspeed. Hier ist das New World Trade Center. Ja. Direkt vor uns. Wunderschön. Und wir haben Abend. Könntest du jetzt mal Pause machen? So, und jetzt wieder. Oh, wunderschön. Hier. Jetzt können wir uns einfach mal ein bisschen umgucken. Hier unten sehen wir auf der irgendeiner Schnellstraße. Ich mal ein bisschen vom Flugzeug weg, weil wir haben gerade mega Umdrehung. Das macht mich ein bisschen wuschig. Ich hab das Gefühl, der Motor wird. Explodiert gleich, weißt Stimmt. du? Stimmt, oh ja. Ah, jetzt ist schön. Ah, danke. Boah, ist das toll hier. Da fliegt auch so ein Flugzeug wieder da hinten. Kann ich da ranzoomen? Nee, schade. Du kannst bestimmt schneller, irgendwie, wenn du in Kombination mit einer Taste oder so, weil du aber. Safe, ja. Ne? Aber alles wunderbar. Okay, wir sind direkt. Guck mal, hier sieht man auch natürlich durch die Fotos, hat man hier komplette Quadspiegelung. Hier spiegeln sich irgendwelche Bäume, die natürlich nicht live. Sich, wenn ich mich drehe, kennt man ja aus Games, müsste sich jetzt eigentlich die ganze Fassade vom Haus ändern. Das passiert hier nicht. Ja, das stimmt. Das sind natürlich nur alles Fotos und die sind nicht irgendwie von echter Lichteinstrahlung. Besonders spiegelnde Oberflächen haben sie gar nicht. Das ist schade. Aber da kommt einer direkt an uns vorbei. Kann sein, das kann jetzt jeder Zuschauer rein theoretisch, wenn er mit live unterwegs ist, das ja jetzt halt, auch hier rumdüsen. Ja, guck mal, wie viel los ist in ja, den ja, klar, die gucken sich alle als erstes von New York an. Gut. Okay. Wunderbar. Oh, da kommt ja noch einer direkt wieder. Vielleicht ist es ja. Vielleicht seid ihr das ja aus dem Chat oder so. Oh, was? Oh, 9-11 Flashbacks. Einiges los. Uiuiui. Hammer. Du, ich würde sagen, lass uns mal kurz durchatmen, ja, denn das raubt mir den Atem. Atemberaubende Grafik. Absolut. Und ihr findet es auch mega hübsch. Zum Beispiel Marcel. Ansonsten wollen viele joinen. Wir gehen in die Werbung. Ihr könnt das tun, wenn ihr schnell seid, oder? Ja, joint uns schnell. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ja, richtig. Und wir sind nach wie vor in New York City, beziehungsweise über würde ich sagen. Über und in Manhattan. Und über Manhattan, ja. Pause aufheben. Oh, Ja, wo war was mit dem Gas? Das, was ist los? Das Blöde ist, im Pausemodus macht, guck mal auf den Airspeed links unten, der macht immer irgendwas noch mit dem Schub einfach weiter. Und deswegen kommt man dann ganz anders da raus, als man in Pause reingegangen ist. Kann es nicht besser erklären. Kann es sein, dass dein Joystick falsch kalibriert ist, dass du vielleicht beim Einschalten den Analogstick leicht gedrückt hattest, sodass der nicht in
Totstellung richtig ist. Du hattest ja vorhin im Tutorial schon so, dass er ständig nach unten geneigt ist. Nee, das liegt, das kann ich sofort erklären. Wie kommt man nochmal raus? Hier, das liegt tatsächlich, ach, jetzt sieht man es nicht, hier an dem Trim. Wenn, das muss ich halt einstellen, so, wenn es halt falsch eingestellt ist, ist es entweder so eingestellt, dass die Ruder die ganze Zeit dagegen lenken und eben nach unten oder nach oben. Und das finde ich auch das Schwierigste, das für sich richtig rauszufinden. Das ist so eine Gefühlssache. Ja, bin ich gerade trimmäßig gut am Start? Okay. Kannst du das noch rennen? Ich versuch's mal. Weil ich habe jetzt gerade noch mal schön den Schub schnell... What? Das meine ich! So sind wir ja nicht in Pause reingegangen. Okay. Wow. Okay. Okay, ich hab's gerettet. Wie geplant, sage ich einfach nicht mal. Nicht schlecht. Okay. Wir sind über im Central Park. Oh ja, wunderbar. Und ich habe jetzt auch mehrmals gelesen im Chat, New York ist öde, geht mal woanders hin. Ich kann verstehen, warum man das so sieht, weil man hat natürlich in der ganzen Marketingkampagne New York tausendmal gesehen. Weil das natürlich super beeindruckend ist. Von hier sieht's halt jetzt gerade, wenn wir es auf Ultra gestellt hätten. Das erste Mal echt, ist es einfach das beste Anschauungsobjekt. Genau. Also klar, ich meine, ganz ehrlich, das ist um zu gucken. Ich meine, das kennen ja auch die mal wieder zu erkennen, wie nah ist es an der Realität. Klar können wir jetzt auch irgendwie nach Delhi fliegen, aber du, da kann mir jetzt wahrscheinlich nicht jeder sagen, so ja, genau so sieht das aus. Ich fand vor allem beeindruckend, wie cool die New York in Spider-Man hingekriegt haben, als ich dann nochmal den Vergleich im Flight Simulator gesehen habe. Natürlich ist das hier, zum Beispiel das Gebäude, wo wir gerade drüber geflogen sind. Ich mache mal kurz Pause. Da bin ich gern so runtergeslidet und so mit Spider-Man. Also die haben es gut geschafft, das so zu komprimieren, ein paar Gebäude wegzulassen, aber die, die man so kennt, die so einen Wiedererkennungswert haben, wie das hier auch, oder den Trump Tower, der irgendwo hier ist, und wo ist dieses MetLife-Gebäude hier und so, das hast du da halt alles. Und das ist dann auch in den richtigen Abständen. Ja. So, aber ich würde sagen, New York beim Sonnenuntergang haben wir jetzt gesehen. Ach komm, noch eine Runde. Eine Runde. Ein Ründchen noch. Ein Ründchen. Ein bisschen höher, mir ist ein bisschen mulmig. Ja. Nicht, dass da gleich irgendein neuer Wolkenkratzer, den sie gestern fertiggestellt haben. Von dem wir noch nichts wissen. Oh ja, schön. Das sieht gut aus. Vielleicht noch einmal eine Freiheitsstatue vorbei. Kannst du noch einmal schauen, ob du vielleicht jetzt auch noch mal live auf Nacht umstellen kannst in den Options? Oh ja, das genau, dieses Live-Ding haben wir noch nicht gemacht. Das versuche ich mal eben. Ja, nochmal Pause, dann, sonst wird es zu tricky. Dortmunder Westfalenstadion wird verlangt. Oh ja, guck mal hier, das ist ja richtig live. Bielefeld, weiß ich nicht. Ist Bielefeld drin? Müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht, das wäre unrealistisch. Auch nicht. Das ist ja schon realistisch, das Spiel. So. Ja, die Beleuchtung. Oh, das kann das Spiel natürlich, ne? Das sieht halt hast du? Okay, Hammer. Wow. Das sieht aus wie City Skyline. Ja. Das sieht als aus wie City Skyline. Und jetzt sehen wir einen Freeze Frame. Aber ein schöner Moment für einen Freeze. Ja. War dann doch too much irgendwie, das alles live. Viel zu viele Live-Sachen sind da drin. Ja, aber erstmal ganz ehrlich, ich stehe mal kurz auf und gehe mal ganz dicht dran an diesen Bildschirm da hinten. Oh ja, mach das mal dann. Und guck mir das mal ganz genau an. Die Beleuchtung ist echt nice. Wirklich, das ist unglaublich. Wow. Wie schön verschiedene Lichtquellen andere beeinflussen, aufeinander fallen. Ey, das sieht mega gut aus. Mir fehlt so ein bisschen leichtes Flimmern. Weißt du, es hat sich gefangen. Ich wollte es gerade altefieren. Okay, man muss ein bisschen geduldig ab und zu sein, offensichtlich. Könnt ihr euch schon mal merken für euren Flug. Ja, cool. Müssen wir gar nicht neu starten. Glück gehabt. Gib mir einfach Zeit. Vielleicht war das der Download-Moment. Er musste schnell hier, wie heißt der District? Weiß ich nicht, den Business District hier. Die Wall Street musste schnell geladen werden. Die ist groß, viel Geld. Muss danach geladen werden. Das Geld muss da reingeladen werden, okay. Und jetzt zu guter Letzt an der leuchtenden Freiheitsstatue. Auch, ich glaube, die ist da auch ganz schön. Ende, genau. Das Cockpit natürlich jetzt hier. Kann man Licht anmachen im Flugzeug? Haben unsere Passagiere Licht? Weiß ich nicht, aber du hast ihn nicht angeschnallt, hörst du das? Oh ja, stimmt. Das ist ein Riesenproblem. Ey, aber wir fliegen halt tatsächlich im Dunkeln. So ein Cockpit muss so Licht haben. Oder wobei, nee, da wird es ja blenden von innen. Nee, macht ja völlig Sinn. Nachts hat man ja auch nicht das Licht im Auto an. Das ist doch, wir laden ja eh gleich neu. Ja. In einer Maschine, oder? Pass mal auf, dass du da jetzt nicht. Aber nochmal Freiheitsstatue, würde ich sagen. Und dann nächste City, oder? Ja. Vielleicht jetzt eine. Du entscheidest, würde ich sagen. Ja, oder. Ich habe noch einen Vorschlag und das wäre eine nicht große Stadt. Wir fliegen jetzt
Bist du im Kaff geboren vielleicht? Ja. Wollen wir zu deinem Kaff fliegen? Ja, lass mal in meine Heimat fliegen. Wie gut dein Kaff generiert ist. Oh, habt ihr das Wasser gesehen? Seht ihr das Wasser, wie gut es ist? Hier übrigens Spiegelung von den Gebäuden, auch ganz nett da hinten. Aber jetzt geht's in meinen Kaff, finde ich gut. Verrätst du's? Ja. Vielleicht kennst du ja jemanden. Ja, geboren bin ich in Nürnberg, aber da habe ich nur gewohnt, bis ich 4 Jahre war. Das heißt, da kann man sich nicht gut dran erinnern. Das zählt also eigentlich nicht. Wirklich aufgewachsen bin ich um Köln herum, kann man sagen, in Pulheim. Das ist der Kreis und in dem Dorf Danzweiler. Mhm. Das schließt direkt an Brauweiler an, wo ich danach gewohnt habe. Alles Dörfer mit vielen Feldern dazwischen und so. Haben die auch immer schön nach Bier gerochen? Weil manchmal riechen ja so Bierfabriken, wenn man vorbeifährt, nach Hopfen. Also wir haben viel Bier gerochen im Park, ja. Ja? Aber okay. Ah, ob das von der Brauerei kam, I don't know. Ja, und das ist außerhalb von Köln. Und das könnte nicht mit Köln ist, glaube ich, viertgrößte Stadt oder so. Also ist auf jeden Fall oben mit dabei. Muss mal gucken, ob Pulheim. Bist du sicher, dass nicht mit dabei ist? Ist so weit weg von Köln aus, wie viele Kilometer? Ja, was heißt nicht mit dabei? Die ganze Welt ist mit dabei. Nee, ich meine, also Köln wird ja. Du meinst, dass die Gebäude so dreidimensional sind? Ja, also dass der Realismus, dass da, ich glaube, bei an Köln, an Großstädten oder so, haben sie überall nochmal drüber geguckt und ein bisschen Hang angelegt. Bei wirklich großen Großstädten, ja, Köln gehört, glaube ich, nicht dazu. Meinst du Köln auch nicht? Also mehr? Deutschland hat ja auch nur einen Flughafen, den sie ausmodelliert haben und das ist halt Frankfurt. Noch nicht mal der BER, weil da dachten sie auch, wenn wir jetzt hier überall Baustellenschilder noch modellieren müssen, das wird ja anstrengend. Mhm. Okay. Okay, wir sind wieder im Ladenirvana, aber ja, kann ich noch ein bisschen zur Heimat erzählen? Brauweiler hat keinen Flughafen, so viel kann ich schon mal verraten. Können wir trotzdem landen in deiner Straße oder so? Das habe ich auch gemacht, ja. Das habe ich schon mal gemacht. Hast du gemacht? Ja. Geht? Weil an meinem jetzigen Wohnort, also wo meine Eltern dann hingezogen sind, da ist direkt ein Feld. Und die wohnen quasi direkt am Feld. Das heißt, ich konnte auf dieses Wohnhaus gucken. Oh, okay, sehr gut, sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob ich diesmal so nah ran würde, weil muss der Chat meine Eltern besuchen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ach so, die wohnen da noch. Okay. Die wohnen da noch, deswegen zeige ich mein altes Haus. Ich will's genau, fragen. Mein altes Haus. Ja, deswegen dachte ich, wäre es auch klug irgendwie, da wo du ganz, ganz früher mal gewohnt hast. Aber wenn da immer noch dein Clan wohnt. Ja, aber die freuen sich über Besuche. Nee, ich sag natürlich nicht, da wohnt der, guckt doch da mal vorbei. Okay. So ins Detail werde ich nicht gehen, aber meine alte Schule kann ich zeigen. Ja, zeig mal so Pulheim. Kram. Pulheim sagtest du, oder? Pulheim, genau. Okay, alles klar. Sagt mir auch was. Ist gar nicht so weit weg von Köln, ne? Das ist sehr, sehr nah, ja. Mhm. Tatsächlich ist man in 20 Minuten, halbe Stunde mit dem Auto in der Innenstadt. Also man sieht auch in der Luft über Brauweiler sieht man Köln. Und wenn man in unseren Wald geht, gibt es da auch einen kleinen Berg, da kann man hoch und von da kannst du über ganz Köln gucken. Echt? Ja. Und der Berg ist nicht so hoch. Ich weiß nicht, wie viele Meter, sowas kann ich schlecht schätzen. Aber man. Okay, krass. Geht halt so einen Waldweg hoch. 10 Minuten. Nee, Quatsch. So sportlich bin ich nicht. Stunde. Und dann ist man da oben. Die Glessener Höhe nennt sich das Ganze. Ja. Ansonsten hatten wir einen mega guten Vorschlag, gerade Neuseeland Hobbing, weißt du, da wo sie am Herr der Ringe gedreht haben. Das wird ja wahrscheinlich noch da sein. Wahrscheinlich, ja. Ja, das kann man ja jetzt besuchen und buchen. Ja, ist das richtig so ein Touristending? Das cool. ist ein totales Touristending geworden. Die pflegen, glaube ich, auch noch diese Hobbit-Gärten da und so. Ja, weil das wäre was, was wahrscheinlich die wenigsten gesehen haben. Was auch noch vorgeschlagen war, warte, was war noch richtig gut? Eine gute Sache war noch. Da hat auch jemand gerade geschrieben, fliegt man nach Hürth, genau Hürth, da kennt sich jemand aus, ist da um die Ecke. Mhm. Und Giga-Container hat auch jemand geschrieben, Köln in Düsseldorf. Oder in der Siegburger Straße, da wo dann Giga danach war, kann man vorbeischauen. Das stimmt. Da ist, glaube ich, auch heute noch Turtle Entertainment, also die ESL und so sitzt da direkt daneben. Ja. Ja, aber wir. Ägypten, alle sagen Ägypten, ne? Viele sagen Ägypten. Ist Ägypten so geil? Ist das nicht eigentlich nur flach und gelb? Ja, aber wir wollen ja jetzt auch nicht das Geil. Wir wollen einfach nur mal eine Runde an den Pyramiden drehen, weißt du? Und mal schön dann irgendwie das Nil-Delta zusammen.
Und auch wahrscheinlich gucken, geil aussehen. Ob die Sphinx so detailliert ist, dass man erkennt, dass die Nase abgebrochen ist. Das ist eine gute Idee. Weil wie jeder weiß, hat ja Obelix sich an der Nase festgehalten. Richtig. Dann ist sie abgebrochen. Richtig. Und das wäre cool, wenn das Detail da auch drin wäre. Chinesische Mauer, das ist auch schon häufiger genannt worden. Du hattest eigentlich auch noch Dubai gesagt, das sollten wir auch noch machen. Dubai, stimmt, oh ja. Aber leider, also es ist noch nicht gefreezed, man sieht es dadurch nämlich, dass die Tipps sich die ganze Zeit aktualisieren, aber wir sind noch nicht mehr im Hauptmenü zurück. Und das Hauptmenü wird ja nun nicht gestreamt, das haben wir ja auf der Platte. Ich vermute echt so ein bisschen, dass jetzt sind die ersten mit dem Download halt fertig und jetzt beim Release-Tag springen sie alle gleichzeitig rein. Deswegen wird der Server gerade ein bisschen überfordert sein. Okay, viele Leute sagen Machu Picchu, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich nur, weil es fancy ist. Das ich habe auch in der Alpha einige Urlaubsorte, wo ich war, abgecheckt. Ich war sehr häufig in meinem Leben auf den Kanarischen Inseln und ich wollte mal checken, wie weit würde ein Flug dauern, wenn ich von Lanzarote nach Fuerteventura fliege oder nach Teneriffa. Direkt Flug von dir aus dem Garten? Nee, von einer Insel zur anderen. Ach so, okay. Und wenn ich saureich wäre und da halt eine kleine Finca hätte, dann würde ich mir auch so ein schönes... Das ist auch gut. Gute Idee auch. Ich wollte dich nicht unterbrechen, deswegen habe ich nur... Schöne Idee, die du mir ja gerade markiert hast, die auch jetzt jeder da sieht. Genau, das ist gut. Manotor, Kolumbien, Plantagen suchen. Das rein theoretisch... Naja, ich weiß nicht. Aber genau, das ist eine gute Frage. Ne? Werden wir bald so News lesen, so von wegen... der eine Drogenclan... Valentin hat Riesendrogenplantage von... Pablos Sohn entdeckt und wurde. Das meinte ich nicht, sondern wurde gefoltert. Eher so, hat der eine Drogenclan die anderen ausspioniert, weiß dadurch jetzt, wo deren Plantagen sind und hat quasi nur darüber, aber wobei das wäre dann auch schon mit Bing Maps und Google Maps gegangen. Hm. Nee, stimmt eigentlich. Wahrscheinlich haben sie da Ethanet. Nee, wir brauchen ja Licht, ne? Ja. Ja, lass das mal machen. Also, wenn wir jetzt vielleicht nicht als erstes, aber lass mal gucken. Wie genau, ob man da, ob jetzt die Drogen, die wie nennt man die kolumbianischen, das kolumbianische Drogendezernat jetzt den Flight Simulator benutzt, um die Felder. Zumindest, glaube ich, können die sich einen ordentlich starken PC leisten. Okay. Er lädt lange, ne? Ja, kann man nichts machen. Nicht nur New York, auch Poolheim. Aber er lädt noch. Nee, er lädt noch nicht mal Poolheim, sondern das Hauptmenü. Bermuda-Dreieck auch spannend, natürlich, ob uns die Gase dann sofort in die Tiefen des Dreiecks ziehen. Guck mal, Zellfahren ist wieder Spaßverderber und meint, vorher hatten die ja auch keine Satellitendaten, ne? Ja, aber kannst du bei Satellitendaten drüber fliegen? I don't think so. Wobei, Google Maps war ja mal ein Programm auch. Du konntest dir das in der Pro-Version kaufen und runterladen. Und da gab es einen Mini-Flugsimulator drin. Und Google Maps simuliert ja auch schon Gebäude in 3D. Ja, ich bin gerade nur erstarrt, weil ich gerade überlege, ob ich das auch mal gemacht habe oder ob ich es nur. Also, es ist völlig rudimentär und lame. Ich glaube noch nicht mal ein Flugzeug wird. Es gibt kein Model, aber du kannst halt zumindest mit den Pfeiltasten so grob nicht auch so eine. Das ist der Eck, dass du in Word Flugsimulator spielen kannst? In Word? Ja, aber nur Pixel Flugsimulator? Habe ich nie gemacht, aber es gibt einige von diesen. Ist der Ex, warum schreibt da gerade jemand Valentin, du meinst Google Earth? Was habe ich gesagt? Du hast Google Maps gesagt. Maps gesagt, du meinst, genau, du meinst Google Earth. Natürlich meine ich Google Earth. Es gibt auch immer noch und ist auch viel mächtiger als das, als die Web-Oberfläche. Du kannst in der Zeit zurückgehen bei dem Programm. Ach und ja, stimmt, das ist wirklich Hammer. Hast du dir das nicht mal erzählt, dass du denn die Hamburger Alster in den 45 gucken kannst? Ja, genau, dann hast du noch diese Schwarz-Weiß-Bilder, die sind auch noch viel niedriger aufgelöst. Aber kannst du das nicht mittlerweile auch auf earth.google.com? Weil die haben ja das. Ich glaube nicht, da hast du den Regler nicht. Oder mir ist ja nicht bekannt. Also, weil die haben das jetzt ja geupdatet, also schon ein bisschen her, dass du da auch ein 3D über WebGL wird das berechnet. Das ist sowas wie OpenGL nur für Browser, wo du auch wirklich dann 3D-Models im Browser siehst. Das ist super mächtig, was sie da gemacht haben. Ja, wir können auch gerade nur darüber reden, Leute, weil so richtig, wobei der Autorennen ging in Excel, verwechsel ich das damit, warte mal, ich google mal kurz. Wir sind zurück im Hauptmenü. Jetzt gehen wir mal zurück nach Deutschland. Das Witzigste war, ich habe mir natürlich viel am Anfang in Deutschland angeguckt. Da, wo man sich auskennt, will man auch erstmal gucken, wie gut ist der Kram simuliert. Excel, aber in Excel 97 kann man Flugsimulator spielen, Punkt. Das wollte ich nur kurz erklärt haben. In Excel 97, okay, cool. Damals habe ich noch kein Excel benutzt. So,
Da ist der Chat. Hey, Leute. Was ich sagen wollte, Deutschland ist natürlich herrlich lame auch zum Erkunden, weil da ist alles flach. Können also mal so stehen lassen? Ja, du hast recht, das ist ein bisschen flach. Bonn. Oh, hier ist aber wir hatten ja da direkt als Kontrastprogramm einfach mal Kung Fu Eddie. Guck mal hier, gewählt. Die Leute warten schon in Poolheim auf uns. Oh ja, die warten schon, wunderbar. Oh, was ist das hier? Ach, das ist der Köln-Bonn Airport, aber da will ich nicht starten, weil das ist dann ja so weit. Jetzt muss ich das quasi Kölner Dom. Ich muss quasi aus der Innenstadt losfliegen, weil wie, also hier Poolheim zeichnen sie dann doch nicht ein. Ach so, ein. Haben sie, ja. Ja, wer verübelt denn das, ne? Das ist so klein und Wie, wer verübelt denen das? Das ist absolut unverständlich, ehrlich gesagt. Ja, wenn, vor allem, wenn man bedenkt, das ist ja die kompletten Maps-Daten. Ja, also sie sind ja, ne? Da. Ich will hier ein bisschen, es soll schön hell sein. Verstreute Wolken, war eben ganz cool. Okay, ich glaube, dass es ein Bug ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier die Weltkarte einfach ausblendet. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das wird ein Bug sein. Das vielleicht. Aber zumindest ist es, glaube ich, kein Bug, dass da kein, nicht jedes Dorf angezeigt wird. Ja, okay. Sollten sie machen, aber nördlich von Köln, schreibt jemand, ist das? Das hätte ich tatsächlich noch nicht mal sagen können. Und ich habe da irgendwie 20 Jahre gewohnt. Weißt du nicht? Okay. Die Himmelsrichtung. Also ich würde sagen, ich habe einen guten Orientierungssinn. So einen inneren Kompass, der sagt mir aber nicht Norden oder Süden, sondern der sagt mir einfach nur, jetzt gehst du richtig oder jetzt gehst du falsch. Ach so, ah, okay. Oh, ich glaube, das lädt jetzt auch ein bisschen schneller als das Hauptmenü gerade. Ich hoffe, wir... Ah, nee, ich will es nicht wieder jinxen. Hm? Ich halte einfach mal Maul, ich jinx hier nichts. Wir laden, glaube ich, auch schon wieder ziemlich lange, ne? Ja, aber jetzt... Nee, das ist nämlich schön kurz gerade, weil das Hauptmenü hat lang gedauert. Aber guck mal, wir sind kurz vorm Ende. Gleich müssten wir in Köln sein. Microsoft Weight Simulator. Ja, am Release-Tag offensichtlich schon. In Poolheim ist Bares für Rares. Ja, das würde mich nicht überraschen, wenn das da... Also nicht in Poolheim, aber in Ossendorf, Köln-Ossendorf, da gibt's Studios. Stimmt. Und da werden ganz, ganz viele dieser großen Unterhaltungs-Samstag-Abend-Shows produziert. Ja, es kam gerade noch die Idee, da ist ja auch das Phantasialand in der Nähe. Das oh ja, ist auch bei ein schöner Brühl. Überflug. Genau. So, hier haben wir Köln und den Rhein. Jetzt können wir direkt mal, mach ich mal kurz direkt Pause, weil hier, wo jetzt die Maus drauf ist, war Giga damals in Übrigens Köln. Übrigens kriegen wir sehr viel Kritik darüber, dass wir gesagt haben, Deutschland wäre flach, weil wir gerade in Hamburg waren. Ja, natürlich, Leute, es gibt auch mega flach ist, Leute. Es gibt auch Bayern. Wir wissen, dass und es auch so. Berge gibt. Klar, Zugspitze, immer diese krassester Berg der Welt. Aber überwiegend ist Deutschland schon ein recht flaches Land. Okay, Niederlande ist flacher. Okay, fuck, jetzt habe ich mir die ganzen Ordnung auf den Hals gehetzt. Ich sag einfach nichts mehr über bewährte Aber Kanäle. In den Niederlanden gibt es auch einen Hügel. Vollidiot. Einen. Gut. So, pass auf. Poolheim. So, ich kann mal einfach ein bisschen Köln kommentieren. Hier sehen wir den Aachener Weiher. Sehr beliebt für Studenten, da ihre Bierflaschen auszutrinken und einfach liegen zu lassen. Hier sehen wir den Melaten-Friedhof. Der wurde, bevor er ein Friedhof wurde, damals genutzt, um lebrakranke Menschen in Quarantäne zu begeben. Ist doch noch Köln, oder? Ja, ist Köln. Ja, ich muss ja erstmal nach Poolheim fliegen, aber ich kommentiere derweil Köln. Ach so, okay. Dann sehen wir hier den Grüngürtel, auch beliebter Jugendtreff. Immer sehr verbrannte Wiese, wie man sogar im... Da fliegen die Vögel aus dem Zoo immer lang, weil die haben Ausflug. Also die sind nicht, weißt du, die können da abhängen. Wo jetzt? Ja, hier im Grüngürtel. Ach so, ja. Das ist in Kölner Zoo und wenn du im Grüngürtel abhängst, dann sind da manchmal exotische Vögel, weil die fliegen auch gerne in diesen Grüngürtel, aber kommen dann auch wieder zurück ins Zoo oder so. Ja, es gibt wirklich auch eine Geschichte über den Melatenfriedhof. Hier übrigens habe ich vor RBTV gewohnt, in dieser Straße. Okay. Hier wurden Leprakranke früher isoliert, in Quarantäne begeben und irgendwann danach, als es schon ein Friedhof war, sind da ganz viele Kanarienvögel von Privatleuten ausgeflogen. Mhm. Und die haben sich vermehrt. Und da gibt es jetzt ganz viel Wellensittiche, Kanarienvögel und so. Du Ach, gehst Gott. Über diesen Friedhof und dann hast du immer mal, wenn du Glück hast, siehst du irgendwie sowas Papageienähnliches oben im Baum, das irgendwie macht. Ich kann kein Papagei faken. Fuck, jetzt sind wir in der Wolke. Aber sehen wir auch mal diese schöne Volumetrie. So, und jetzt fliegen wir auch. Köln ist nicht super groß. Und jetzt habe ich auch, spätestens jetzt hassen mich alle Kölner. Aber wir sind auch schon fast raus aus der Stadt. Und ich habe kurzzeitig die Orientierung verloren. Aber das hier müsste Löwenich oder Widdersdorf oder so sein.
Aber das interessiert euch natürlich herzlich wenig. Hier sind so ein paar Seen. Hier ist das Autobahnkreuz, wo sich die A1 und die 52, glaube ich. Dann sehen wir da auch die Bayer-Arena. Ja. Oder nee, gar nicht. Das ist auf der anderen Seite. Die ist da hinten irgendwo. Die ist da hinten, genau. Hier, Leverkusen nämlich. Ja. Ich bin schon ganz gut dabei. Warum war ich bei diesen Seen nie? Na gut, das kläre ich mit meinen Freunden nach dem Stream. Aber... Ah, hier ist das Brauweiler Industriegebiet. Wie, Brauweiler ist so groß? Ist ja irre. Ja, vielleicht war es lange nicht mehr da. Vielleicht macht es jetzt einen auf Hongkong. Ist gewachsen seitdem, ja, ja. Man sieht auch wirklich, es werden ja immer so Neubaugebiete gebaut. Und irgendwann wachsen die Städte, die Dörfer doch alle zusammen. Und irgendwann ist Köln, geht dann bis hier. Ja, ja, Coruscant, ne? Ja, so nämlich. Irgendwann ist die Erde einfach zugebaut. Heißt dann Poolheim Planet. Planet Poolheim. So, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen runter. Ich muss gerade gestehen, ich habe noch nicht so ganz die Orientierung. Ah, hier ist meine alte Schule. Warte mal, ich mache mal einen Sturzflug. Und Pause. Ist das hier? Oh, dieser Sound immer, ne? Das ist echt krass. So. Ist das die überhaupt? Also ähnlich. Sieht aus, als wäre alles ein bisschen vergiftet. Ja. So ein Grünstich überall, weißt du? Nee, das liegt an Brauweiler einfach. Das ist ein Skaven. Also, Leute, ich habe deswegen die Orientierung verloren, weil ich gerade feststellen muss, das sind schon ziemlich autogenerierte Häuser natürlich. Also, ganz so sieht es dann doch nicht aus, aber das wäre das einzige Gebäude, was zumindest Sinn machen würde. Ja, genau. Ach, genau. Das hier ist der neu gebaute Chemietrakt. Und ich glaube, dieses Gebäude kenne ich noch gar nicht. Da haben sie wieder was dazu gebaut. Okay, aber das da kennst du, wo deine Maus drüber ist? Und das, wie sieht das aus? Nee, aber das macht keinen Sinn. Da ist doch direkt ein Feld daneben. Ich habe noch nicht die Orientierung. Was ist das hier für ein Fußballplatz? Bist du im falschen Poolheim? Bist du Poolheim am Main? Genau, vielleicht ist das Poolheim, weil da war ich tatsächlich recht selten. Weil Brauweiler ist ja einfach nur ein Dorf, was zum Kreis Poolheim gehört. Kann mir irgendjemand helfen? Du kannst doch parallel, ruf doch mal Google Maps auf. Oder Bing Maps. Okay. Da hinten sehen wir übrigens den Dom. Weil ich brauche mal ganz kurz, ich brauche so einen. Ich gehe einfach mal kurz nochmal höher. Ich brauche irgendwie nochmal einmal so einen Orientierungspunkt. Warte, sorry. Also das hier ist dein Poolheim? Ja. Da unten, geh mal ein bisschen nach unten einfach. So? Genau, ich bin gerade über Poolheim. Das ist gar nicht meine Schule gewesen. Da, genau, weiter runter noch. Hier? Ja, da siehst du Brauweiler, links. Ah, okay. Genau, da müssen wir jetzt hinkommen. Okay, ein bisschen, ja, ziemlich, warte mal. Irgendwie südlich oder so. Ich habe es auch schon wieder. Doch, das hier war Poolheim, alles klar. Ja, ja. Wenn du einen Kompass hast. Süd-Südwest. Süd-Südwest, okay, warte mal. Dann gucke ich mal so und dreh mal hier bei. Irgendwer hat gerade den Presslufthammer oder den Bohrer. Spürst du, dass irgendwas vibriert hier gerade? Ach, ist das der Controller auf dem Tisch gewesen? Ah, okay. Der wackelt ja der ganze Hammer. Ich dachte, der Nachbar macht seine Fliesen neu. Durch den Pausenmode stürze ich immer fast ab. So, jetzt, was war es nochmal? Süd? Süd-Südwest. Süd-Südwest, dann bin ich ein bisschen zu weit. Genau, überall ja, in Süd rüber. Völlig recht. Mein Flugzeug ist aus. Shit. Warum? Wann habe ich es ausgemacht? Was habe ich gedrückt? Mikrofon? Was? Nein. Ja, aber man hört es doch noch. Das ist doch ein Anzeigebug. Nee, das ist nicht aus. Alles gut. So. Ich glaube, ich habe die Orientierung gleich wieder. Könnte das da? Nee, das kleine Ding. Ich glaube, du bist jetzt... Freimersdorf vielleicht? Oh, warte, das könnte sein Mansdetten. Oh, keine Ahnung. Ich glaube, in dieser grünen Hölle, die du uns gerade manipulierst... Ich wollte gerade sagen, das ist alles leider ein bisschen so ein Einheitsbrei. Aber Moment, hier mache ich mal kurz Pause und gucke nochmal auf die Map. Weil guck mal... das hier könnte genau das sein. Genau, genau. Ja. Gein und Sintern gehen nämlich immer ineinander über. Du hast recht. Und wenn ich von hier...
bist du wirklich direkt daneben. Ah, ich habe die Orientierung wieder, genau. Jetzt sehe ich auch das Haus, das jetzige Haus meiner Eltern. Das zeige ich jetzt nicht, aber... Wohnen die in Sintern? Die wohnen jetzt in Sintern, genau. Ah. So, und dann muss eigentlich, genau, hier ist die Brücke, die ich mal mit dem Fahrrad gefahren bin. Ja, ja, jetzt habe ich es, glaube ich. Dann war das doch schon Brauweiler, oder was? Guck mal, such mal. Das ist der Abschnitt. Wenn du mal rausgehst, wir könnten das mal vergleichen, was da unten... Du meinst ein bisschen rauszoomen, oder was? Ja, wenn wir uns eine Ecke raussuchen, die vielleicht ein bisschen hervorsteht und die dann mal vergleichen. Was ist denn das Ding da in der Mitte, wo du gerade genau mit dem Flugzeug drüber, sieht aus wie so ein Hof, wie so ein... Da hast du das? Nee, genau, dein Flugzeug ist gerade davor. Weißt du, das sieht groß genug aus, als könnte das... Genau, was ist das, sagst du? Ein Bauernhof, so ein Viehhof? So eine Pferdestation, würde ich sagen. Pferdestation. Okay, und wenn wir das jetzt... Vielleicht aber auch der Rewe. Nee, der muss ja an der Straße hier eigentlich sein, ne? Es ist echt ein bisschen schwieriger. Ich glaube, nee, das ist schwierig, weil es, ich glaube, es ist schon arg generiert. Ja, also die Straßenzüge sind natürlich schon 1:1. Ich habe hier gar nicht dieses, na ja, gut, okay. Oh, die Geschwindigkeit, Leute. Dieser Pause-Mode, der destroyt immer den kompletten Speed irgendwie. So, ich flieg mal ganz kurz. Ich meine, ja, das ist das. Das dann? Ach, hier fährt man von Geil nach Grünheim. Ah ja, ich bin einfach nur in die falsche Richtung. Wenn du einmal stehen bleibst, jetzt, ich habe einen perfekten Ort, weil ich genau weiß, wo du bist gerade. Der Wiesenhof, oder was? Ja, du bist genau über dem Wiesenhof. Wenn du jetzt runter guckst, ein bisschen nach rechts noch. Rechts. Genau. Aber guck mal. Wir haben genau diese Straße hier gerade. Ja, aber dir fehlt das hier, guck mal, diese Auffahrt und die Abfahrt. Aber ich hab's jetzt. Das hier ist Safe Sintern. Und das hier ist... Du hast recht, ich bin auf der anderen Seite. Ja, ja, genau. Aber du hast es da auch da gefunden. Das ist das Okay, jetzt habe ich es wieder, Leute. Es ist ein bisschen peinlich, dass ich mich da jetzt gerade nicht so auskannte. Aber jetzt bin ich wieder back in the game. Und jetzt weiß ich auch exakt, wie ich fliegen muss, um natürlich die geilen Sehenswürdigkeiten vom Brauweiler anzusteuern. Und jetzt zeige ich euch, wo quasi der Großteil meiner Jugend stattgefunden hat. Und zwar... Jetzt müssen wir genau hier Pause drücken. Wenn man hier reinfährt und dann da. Hier habe ich immer meine Hausaufgaben nicht gemacht. In diesem Haus. Da hast du die Hausaufgaben immer nicht gemacht? Genau. Okay. Und hier war meine Schule, oder ist sie ja immer noch. Die gucken wir uns gleich an. Das heißt, ich hatte 5-10 Minuten dahin. Aha. Und, Quatsch, das ist sie nicht. Hier ist sie. Genau, das ist eine andere Schule. Also so musste ich, so. Und ich bin jeden Tag zu spät gekommen, weil ich jeden Tag dachte, es sind ja nur 5 Minuten, dabei waren es 10. Aber irgendwie, wenn du jeden Tag zu spät kommst, irgendwann ist es etabliert. Also wenn jemand aus 2 Dörfern weiter zu spät gekommen ist und gesagt hat, ey, der Bus hatte Verspätung, gab es mega Anschiss und ich kam 5 Minuten später rein, ja, manchmal seid ihr schnell so. Ja, ja. Die können ja auch nichts machen. Was sollen sie machen? Kommt zu spät so. Ja. Genau. Lernresistent. Wenn du es 10-mal machst, sagst du auch, ja, was soll ich machen? So, dann ist hier direkt drunter die sogenannte BP-Wiese. Die heißt natürlich nicht so. Wir haben die aber so genannt, weil hier war früher eine BP-Tankstelle. Okay. Und ich sag mal, die ersten Erfahrungen mit Alkohol fanden viel auf diesem Spielplatz hier statt. Ah, okay. Da habt ihr also Chemie gemacht und ein bisschen Alkohol destilliert. Exakt, exakt. Mhm, okay. Und auch da hatte ich es schön fußläufig, musste immer nur bam, bam, war direkt da. Das heißt, wenn Kumpels irgendwie angerufen haben, ey, wir sind auf der BP-Wiese, habe ich gesagt, alles klar, ich schnapp mir kurz ein Wasser und komm raus und war 2 Minuten später da. Genau. Das war halt super nice. Und... Jetzt haben wir auch schon fast alles gesehen. Aber nochmal abschließendes Fazit zu jetzt der generierten Stadt, die du eigentlich kennst. Ach, fuck. Ist doch super gelandet. Oh. Ja, wunderbar. Oh, ich bin das wollte ich sehen von dir. 10 Punkte hier nochmal, ist alles montiert. Ja, zu der Generierung muss ich gerade sagen. Hier, das, jetzt haben wir nämlich das reale Schulgebäude hier. Das ist wirklich, und das ist fantastisch hinbekommen. Ja. Aber die Farbe stimmt nicht, weil das ist einfach nur hässlich gelb. Und das ist hier weiß und sieht recht schick und modern aus. Das stimmt also nicht. Aha, okay. Aber was würdest du sagen? Ist es okay oder ist nicht okay? Also ich muss sagen, jetzt wo ich die Orientierung wiederbekommen habe, bin ich schon recht beeindruckt, wie gut man sich zurechtfinden kann, weil ja die ganzen Straßenzüge und so stimmen. Hier war meine Fahrschule, hier habe ich Führerschein gemacht. Hier oben ist die Brauweiler City, da gibt es ein paar Geschäfte. Ui. Genau, mach mal einen Barrelflip hier. Ja, würde ich gerne machen, aber der nimmt mir in Pause halt immer den Speed. Ja,
aber gibt ihn mir hoffentlich jetzt wieder. Ach, Landen mal. Scheint oh, auch easy zu jetzt sein. Jetzt sehen wir hier übrigens die Disteln von Brauweiler. Okay. Nee, aber das ist ja auch ganz cool am Flugsimulator, dass der halt, wenn man dann doch runtergeht, zumindest hier eine Wiese hin generiert. Könnt ihr mal Nacht machen und Gewitter? Ja, das sollten wir uns, glaube ich, als nächstes anschauen. Oh ja. Weil Wetter ist natürlich... Ja, ja, wir haben nur noch 15 Minuten. Wir sollten jetzt noch das Wichtigste machen. Genau, okay. Was haben wir noch für die 15 Minuten vor? Wetter, Gewitter, klar. Je nach Dubai, und bei Dubai. Gewitter und Sturm. Oha. Ob das da jemals überhaupt schon mal war? Wir werden was kreieren, was völlig unrealistisch ist. Ab ins Hauptmenü. Ich hoffe, wir brauchen keine Viertelstunde, um ins Hauptmenü zu kommen. Wir waren ein bisschen lang in Brauweiler, war aber auch schwierig, meine Kindheit wieder zu finden. Und ja, aber das war genau die Frage. Das ist die wichtigste Frage. Weil das macht doch jeder, oder? Mal jetzt auch an euch gefragt. Wenn ihr den Flugsimulator startet, das Erste, was ihr macht, ist, ihr fliegt über euer Haus, oder nicht? Genau das habe ich auch gemacht. Oder hab's versucht. Und werd's noch machen und dann über Hamburg fliegen und dann je nachdem nimmst du dann fliegst du deinen letzten Urlaubsort an oder da wo du dein erstes Bierchen getrunken hast wie du gerade, ne, solche Geschichten. Ich glaube, so gehen das auch tatsächlich fast alle an, die nicht wegen dem Simulationspart da sind, sondern wegen natürlich der Grafik und diesem USP, Die ganze Welt. Das ist jetzt eine neue Gruppe. Es gab früher die Flugsimulator mochten, das waren Simulationsfreaks, aber jetzt kommen so Typen noch dazu, ich zähle mich auch dazu, die wollen einfach einmal um die Welt fliegen. Und gar nicht dieses Simulationsding, ich will da rein. Wie ist es mit VR eigentlich? Kommt noch? Soll kommen, ist aber noch nicht. Dauert noch, ne? Und Xbox One X dauert, glaube ich, auch noch eine Runde. Ja, aber finde ich irre, dass sie das auf die Xbox bringen wollen. Ja, mal gucken, wie es dann aussieht. Dubai. Steht aber Dubab. Ich glaube. Nee, ich glaube, ich bin falsch. Du bist falsch, sieht so. Hier, zoom mal raus, das ist eine Insel. Dubai Mall. Hier, Flugplatz. Dubai, das muss es doch sein. Dubai International. Ach, guck mal, das ist komplett woanders. So, gut, dass wir nochmal geguckt haben. Hier sehen wir übrigens auch alle Gates werden einzeln sind eingetragen. Ja, Hammer. Das ist schon krass. Ist Dubai mit drin? Weißt du das zufällig? Ob Dubai einer von denen ist? Weil Dubai ist eine Mega-Drehscheibe irgendwie. Könnte sein, dass der mit dabei ist. Der Flugplatz an sich. Ja. Weil die Stadt ist natürlich top, aber die Stadt weiß ich, der Flugplatz weiß ich nicht. Okay. Mach mal hier mal. Ach, Nacht haben wir gesagt, ne? War eigentlich schon gut. Nee, Nacht haben wir nicht gesagt. Wir haben gesagt, bei Gewitter und Regen, aber nicht bei Nacht. Ich würde schon trotzdem Tag, damit wir was sehen. Ja, weil, ich meine, wenn Nacht ist, ist es egal, ob wir Regen haben oder nicht. Man sieht nicht, halt nicht so viel. Ne? Wobei Gewitter bei Nacht ist auch nochmal eine coole Nummer. Aber lass mal tagsüber bei Regen, dass wir zum einen die Regeneffekte sehen und zum anderen Dubai bei Regen und zum anderen Dubai selber. Ich würde aber vor allem Sturm machen. Okay, also richtig, das macht es für dich natürlich ein bisschen schwieriger. Blitz, Donner, alles drum und dran. Man könnte sogar Schnee platzieren. Seit es Corona gibt, wissen wir auch alle jetzt, was Aerosole sind. Vorher hätte ich diesen Regler nicht gecheckt. Blitze sind auf 100%. Das finde ich super. Niederschlag ist auch komplett hoch. Temperatur ist mir egal. Let's go. Losfliegen, würde ich mal sagen. So. Okay. Hoffentlich lädt der Kram jetzt. Starten wir jetzt Flughafen oder starten? Nee, Luft. Damit es einfach schneller geht. Okay. Wir haben nicht mehr viel Zeit und wir wollen uns natürlich... Das ist schade. Wie schnell die Zeit in der Luft vergeht. Ja, ne? Ey, das ist wirklich irre. Nee, eigentlich vergeht sie langsamer, wenn wir ganz genau sind. Aber oh ja. Aber das simuliert er nicht so perfekt, finde ich. Das ist schon stimmt. Wie im Flugvergang gerade. Stimmt, ich fühle mich immer noch mit der gleichen Zeit. Vielleicht kommt das daher, weil die Zeit vergeht wie im Flug, weil Fliegen so geil ist. Heißt es deswegen so? Nee, ich glaube, so gesehen macht es keinen Sinn. Aber Fliegen macht Spaß. Vielleicht so. Ja, Fliegen macht Spaß, wenn man so diese Noise-Canceling-Kopfhörer hat. Das, oh ja, aber auch nur dann, weil kannst du bei dem Lärm sonst im Flugzeug, kriegst du es hin zu pennen? Nee, so auch so nicht, aber auch so, also so, du kannst besser entspannen, also ja, was soll ich sagen, weiß jeder, diese Dinger sind geil, oder? Ja, die sind geil. Trinkst du einen Tomatensaft in der Luft? Nee, ist auch irgendwie, das ist, du, es fände ich interessant, dass du das noch kennst, aber viele aus der Redaktion, wir hatten letztens das Thema und, die etwas jüngere Generation, viele davon kannten das gar nicht, Tomatensaft im Flugzeug. Und ich habe das auch schon länger nicht mehr gesehen, dass das Leute machen. Vielleicht, weil es halt mittlerweile so ein bisschen peinlich ist. Ich muss auch sagen, ich bin vielleicht dann so der Cringe-Passagier, der halt sich den Tomatensaft bestellt und sie wieder, ja, okay, für dich kaufen wir halt immer noch den Tomatensaft, eigentlich unnötig. Aber ich habe auch mich am Wochenende interessanterweise nochmal mit jemandem darüber unterhalten. Und es gibt wohl eine Begründung, die ich jetzt nicht perfekt natürlich erklären kann, aber warum der nämlich da anders schmeckt und besser schmeckt. Irgendwie so. Wegen ja, es Dichte gibt, und eine Handvoll Theorien. Aber oder keine. Theorien, ja, wer weiß. Vielleicht sagt es auch gerade ein Tomatensaft-Experte im Chat.
Weil der vom Körper als Nahrung erkannt wird, nicht als Getränk. Also muss man nicht auf Klo fliegen. Ob das die beste Theorie ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das weiß keiner. Wegen der Luftdichte, halt genau, schreibt auch jemand. Aber eine tatsächlich hat irgendwie was mit dem Geschmack da oben zu tun, weil die Luft da anders ist. Irgendwie sowas ist es, genau. Weil ich habe mir dann nämlich auch mal im Supermarkt einen Tomatensaft gekauft und der war halt komplett lame. Es war nicht die gleiche Experience, muss ich sagen. Mhm. So, wir sind geladen, wir können reinspringen. Und wir sehen hier auch direkt, guckt euch diese Tropfen an. Jeder einzelne Tropfen wird simuliert. Das ist kein Trick-Effekt. Ich flieg mal aus der Wolke erstmal raus, ich sehe gar nichts. Ja, das ist ja wirklich, ich sehe keinen einzigen Tropfen. Das ist der Witz an Wolken. Achso, man. Ja, wir sehen natürlich nichts. Wie hoch sind wir? Wir sind bei 5000 Fuß, das ist nicht sehr hoch. Uiuiui. Das heißt, die Wolken hängen schön tief. Es blitzt ordentlich. Da sehen wir einen anderen Flieger da hinten. Der ist ein bisschen so ein Orientierungspunkt. Drehen wir doch mal bei. Ich habe übrigens mir mal Sturm über Hamburg eingestellt und da war das Tolle, dass du immer mal wieder aus den Wolken rausfliegst und dann siehst du diese riesigen aufgetürmten Wolkengebilde. Ich hoffe, das sehen wir jetzt auch. Ich hoffe auch. Wir sehen da vorne wahrscheinlich ein anderes Flugzeug, oder? Was blinkt da? Ja, ja, das wird ein anderes Flugzeug sein. Mann, ich gucke mal weg, wenn der Blitz... Sind die vielleicht da? Ja, immer ein bisschen tiefer, vielleicht wird die Wolkendecke dann ein bisschen leichter. Oh, warte mal, aber da war der Hinweis, dort ist der Flughafen, aber wo ist die City? Ich will natürlich schon direkt in die richtige Richtung fliegen. Naja, vielleicht war das... Doch nicht so eine gute Idee. Haben wir jetzt eigentlich schon mal geguckt, wegen On the Fly einstellen? Ja, kann man. Kannst du die Wolken hier einfach mal kurz ausmachen? Das war, glaube ich, nicht so. Nur ganz kurz, damit wir die Stadt finden. Weil eigentlich, ich will mal ganz kurz nochmal hier... Hier sind wir zwei drin. Und hier... ja, genau, hier. Ich finde das mit den Tropfen so geil. Na, so. Oh, ich bin weiblich, okay. Aber, eben war ja keine Person drin. In der Außenansicht sind Personen drin. Auch interessant. Ja. Zu zweit sind wir sogar, okay. Ja, ich glaube, allein darf man gar nicht fliegen. Das ist wie beim Tauchen. Darfst du auch nicht allein losziehen. Ja, ich glaube, die Buschlieferanten da, die sind immer allein unterwegs. Ja, die wahrscheinlich schon. Aber nicht über so einer Großstadt. So, du hast völlig recht. Wir machen die Wolken mal kurz aus. Weil das wird hier gerade gefährlich. Ohne Ende. Hallo? Pause? Hat es geklappt? Weiß man noch nicht mal, ob man sich gerade bewegt oder nicht. Oh, wir sehen etwas unten. Hier, ne? Da zeichnet sich was ab, oder? Nee, das sind die Reflexionen. Oder doch, oh, doch, da, doch, da, doch, doch, hier. Da ist was. Da ist Oha. Oh, da kommt ein richtig riesiges Gerät vorbei. Ah, okay. Also es ist zumindest nicht Wüste. Also sind wir nicht weit weg. Nee, wir sind nicht weit weg. So, ich mach mal ganz kurz hier, wie ging das noch gleich? Bam, bam. Sturm mal wegmachen. Machen wir mal klarer Himmel. Zack. So. Aber macht man trotzdem Regen, oder? Oh, da hinten. Ist das höchste Gebäude der Welt. Der... Burj Khalifa. Burj Khalifa, genau. Ich hatte gerade... Gut, dass du es gesagt hast. Ein bisschen Angst, dass ich das dumm ausspreche. Aber es war völlig richtig. Exakt so sagen sie es in den Dokus auch immer. Ja. Und hier sehen wir auch schon in der Ferne, leicht pixelig, weil wir die Kantenglättung nicht so hoch haben, Hammer. Dieses völlig absurde The Earth-Projekt, das ja auch gescheitert ist. Sie haben ja mehrere so Palmeninseln gebaut, aber die Erde wollte dann irgendwie keiner kaufen. War wohl zu teuer. Ja, ich glaube, das Problem ist auch... dass das permanent abgetragen wird. Ja, sie klar. Sie ständig auffüllen müssen und sie damit nicht gerechnet haben, dass das so schlimm ist. Gutes Leder. Und aber es gibt auch Bilder, wie es am Anfang aussah. Und wenn man die vergleicht mit den aktuellen Bildern, besonders bei dieser Weltkarte, sieht das schon recht peinlich aus, wie das. Mittlerweile sind das nämlich einfach nur noch Flecken und keine Kontinente und Länder mehr so richtig. Ja, für die, die jetzt dazugestoßen sind, ich habe es gerade im Chat gelesen, das sind keine Maximal-Settings, hat jemand vermutet. Das ist völlig richtig. Wir wollten eine einigermaßen flüssige Erfahrung bieten. Und ich weiß nicht, ich war noch nie in Dubai. Sind die Wolkenkratzer wirklich nur so wenige? Ich dachte, die hätten schon auch ja, so ein bisschen mehr davon. Also, weil das ist ja ein bisschen underwhelming. Ich denke auch gerade, es sind ein bisschen wenig. Also, man hat, sind gar keine am Strand oder was? Aber wir sehen schon, da hinten, hier müsste nämlich, es gab, nee, da ist das. Diese Palme, die sie als erstes gebaut haben, die war ja auch noch erfolgreich. Da haben viele Hotels sich Grundstücke gekauft und die ist wohl komplett bebaut und auch von Touris überlaufen. Und hier
Wie hoch, weiß das jemand, wie hoch ist das Ding? 700 noch was. So wenig? Ja, die... Ich dachte, man kann mittlerweile tausende Meter bauen. Schwierig. Wollten sie machen, die Burj... also es ist auch in Dubai eine Konstruktion, die aber, man weiß es bei Hochhäusern nie so genau, ob die das auch fertig machen. Es sind immer viele in Planung und viele werden angefangen, aber ich glaube, viele werden auch nicht beendet. Hier so ein Penthouse. Al-Arab, glaube ich. Burj Al-Arab soll, glaube ich, die größte, die soll genau 1000 werden. Verstehe. Ja, aber das ist, muss doch schon mega sein, wenn du hier so ein ja, klar, hast, alter Schwede. Was du da für einen Blick hast, über die übelste Wüste. Das wäre der Hammer, ja. So, aber ich will mal, weil was an Dubai offensichtlich viel, viel spektakulärer mittlerweile als die Innenstadt ist, sind halt wirklich diese... Nee, das ist die Al-Arab, genau, da hinten dieses... Ach so, ja. Sterne-Hotel. Wie heißt das denn nochmal, das 1000-Meter-Ding? Aber das ist dann halt noch nicht fertig, ne, das wollen sie noch. Nee, das ist, glaube ich, auch gescheitert, man weiß nicht so genau, ob sie es noch fertig haben. Ah, okay. Ja, Jeddah Tower. Jedi? Jeddah. Ach so. So sieht er aus aktuell. Okay. Aber oder verwechsel ich das gerade mit so einem Teil, was eigentlich nur ein Monument wird und gar kein Haus? Ich glaube, die wollten auch noch... Keine Ahnung. Ganz kurz, hier sieht man übrigens, das haben sie schon einigermaßen hinbekommen. Man erkennt zumindest die Kontinente, ne? Ja. Aber es ist schon auch hässlich irgendwie. Es ist schon hässlich, ja. Also ich würde da nicht gern sein. Nee. Du hast vor allem auch keine Wasserzirkulation da bei dieser Palme. Das ist halt voll das eklige Wasser da, weißt du? Ja, stimmt. Ja, ja. Die Sonnencreme der Badegäste von 2017 schwimmt da wahrscheinlich noch rum. Oh, wie cool das auf dein Instrument noch aussieht. Hast du gesehen gerade? Die war direkt abgedreht. Oh ja, ja, ja. Kennt man die Palme cool, natürlich? Cool, cool. Fabelhaft. Das ist schon alles irre. Warte, vielleicht kann mich einer korrigieren im Chat gerade. Ich muss mal reingucken. Der Jeddah Tower wäre natürlich auch nicht schlecht, ein 1000 Meter Jeddah Tower hätte ich auch gerne. Ich habe halt erst Jedi Tower verstanden, habe ich mir direkt da, wo Anakin nicht aufgenommen wurde, vorgestellt. Dubai ist schon hässlich, sagt Hollywood. Ja, das war's ja dran. Schon. Hm. Bin ich eigentlich ganz bei Hollywood. Und das ist halt auch, das machst du dann halt, wenn du Milliarden Ölgeld hast. Die fällt halt nichts mehr ein und dann sagst du, komm, wir schütten Sand ins Meer. Das ist das Beste, was euch eingefallen ist? Also ich weiß nicht, ich hätte mir eher auch irgendwie... Geilen PC gekauft. Ja, und einen Raketenflug oder sowas. Was, ein Raketenflug? Ja, mal schön einmal durch den Orbit und so. Okay. Das ist doch viel geiler, als so eine blöde Palme vor der Haustür zu haben. Ja, du hast natürlich kurzfristig auf jeden Fall recht, so ein geiler Raketenflug. Dubai als Weltraumnation. Ich meine, die hätten sich mit der Kohle vielleicht eine Palme auf den Mond bauen können, wenn die auf die Kontinente verzichtet hätten. Genau. Oh, das ist ja krass. Wir sehen sogar 3D erstellte Boote. Mach ich mal ganz kurz gefährlich, ziehe ich hier wieder nach unten. Seht ihr das? Das sind echte Boote. Ja, ja. Pause habe ich mich gerade nicht getraut, aber guckt mal jetzt hier. Hier sind die ganzen Gebäude, das ist nur eine Textur. Mega hässlich. Die AI hat nicht gecheckt offensichtlich, dass das Gebäude sind. Das hört sich gefährlich an, als wenn du... Du hast im Griff, ne? Ich hab Angst, dass du das gerade. Easy. Als Co-Pilot. Ja, genau, guck mal, das ist interessant. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das so shitty? Oder kann es gerade sein, dass unsere Internetleitung nicht mehr hinterherkommt, weil deine Cessna zu schnell darüber düst? Das glaube ich aber eher nicht. Naja, ich glaube nicht, dass unsere Internetleitung das Problem ist, sondern wahrscheinlich wirklich die Microsoft-Server, weil alle laden gerade alle Städte gleichzeitig runter. Das geht wahrscheinlich. Also, ich schieb's auf den Release-Day. Also, wir gucken bestimmt nochmal rein. Irgendwann bald und dann. Genau, also ja. Dann können wir vergleichen, ist das jetzt immer noch so? Lag's daran? Woran liegt's? Vielleicht hat auch irgendein Scheich gesagt. Gib mal Gas. Oder? Gehst du nicht gleich runter? Die Zuschauer sagen nämlich gerade, du sollst ein bisschen Gas geben. Ja, ja, die haben auch recht. Ich wollte nur so tief bleiben, damit man halt mehr erkennt. Ja. Aber guck mal, das ist dann natürlich im Grunde mal das, über das am Anfang keiner spricht. Ja, wir haben auch Sachen, die scheiße aussehen. Das sagen die natürlich nicht. Aber das ist genau die Frage immer. Es wird immer nur das Schöne rausgestellt. Und am Ende willst du aber wissen, wie viel ist denn da jetzt dran? Und ich finde das immer jetzt echt spannend, dass man aber auch seine Erwartungen ein bisschen zurückschraubt. Weil wenn du jetzt nur immer die Headlines siehst, okay, da ist die ganze Welt drin. Und das sieht aus wie die echte Welt. Nein, es ist nicht so ganz so. Ne?
Es sind ein paar Flughäfen drin, sind ein paar Flieger drin, ein paar Ecken sehen cool aus, aber es gibt auch wieder Ecken, die sehen scheiße aus. Ja. Aber ich find's auch okay. Aber wissen wir, kann man on the fly die Grafik hochstellen? Wissen wir, also jetzt mal egal, für die Ende der Session, wie das ruckelt. Ach so, mach mal. Kann man natürlich mal mach probieren. Mach mal, geh mal rein, wir wollten in die Options gehen. Wir wollten noch mal kurz in die Option, genau. Allgemein. Und hier haben wir die Grafikoption, genau. Ach, guck mal, wir, das sind HDR-Bildschirme hier, oder was? Weil sonst kann man nämlich HDR 10 gar nicht einstellen. Wir gucken uns den Quatsch hier auch gerade noch in HDR an. Also das können natürlich die Zuschauer nicht sehen. Aber vielleicht liegt das daran, weil da eine 20... Ach nee, eine 20. Nee, das muss, der Bildschirm muss kompatibel sein, sonst kannst du nie HDR ausstellen. Ja, ich habe jetzt seit kurzem einen HDR-Bildschirm, deswegen weiß ich das. Okay. Aber egal, gucken wir weiter. V-Sync ist aus. TAA ist jetzt nicht die schlechteste Kantenglättung. Die lasse ich auch mal kurz aus. Ja, also ich kann sie höher stellen. Grad der Detailgenauigkeit des Terrains. Vielleicht, jawohl! Guck mal, das ist schon wichtig. Also, Gras und Büsche, natürlich. Bam. Nee, was ist das? Okay. Von so hätten wir das eigentlich machen sollen. Aber wir mussten es so machen, mussten ein bisschen runtergehen, weil wir haben echt mit Crashes zu kämpfen gehabt. Ja. Und wir waren schon froh, dass es überhaupt gelaufen ist. Wenn ihr gewusst hättet, was der Tim seit gestern hier veranstaltet hat, um das zum Laufen zu kriegen, dann würdet ihr ihm die Füße kürzen. Es war nicht so einfach, Leute. Und ihr könnt aber, und machen das ähnlich wie It-Spiele, ne? Die kommen ja auch immer mit Ultra-Einstellungen raus, die du noch gar nicht machen kannst. Hier kannst du auch noch viel drehen. Und das finde ich gut, so dass Leute, richtige Hardware-Junkies, hier auch endlich mal belohnt werden. Frage ist nur, ich meine, am Ende ist es nur die Auflösung der Texturen, was den Qualitätsunterschied macht. Und das ist natürlich dann hardware-technisch nicht unbedingt klar, das geht auf den Speicher, aber wie viel Polygone jetzt die Luft hat, ist völlig egal. Du fliegst da meistens irgendwie tausende von Metern über dem Erdboden rüber und guckst dir die Wolken an und ein paar Städte. Ey, wenn man dicht dran fliegt, ist mir völlig egal. Danke, dass ihr das nochmal gesagt habt. Wasserniedrig habe ich aus Versehen wohl. Oh, das ist ja dumm von mir. Ich habe mich verklickt, sorry, Leute. Aber guck mal, es geht auch. Ach, deswegen habe ich mich verklickt, weil ich dachte, danach kommt Ultra und habe nicht richtig gelesen. Danach, es gibt aber nur hohes Wasser, kein Ultrawasser. Was ich hier noch entdeckt habe, Arbeiterdichte. Man kann die Arbeiter hochstellen an den Flughäfen, dass ja richtig viele Leute arbeiten. Ah, okay, müssen. Ich dachte gerade, das ist ein komischer Übersetzungsfehler. Was meinten die denn im Original mit Arbeiter? Dachte ich, okay, auf dem Flughafen also, okay. Ja, das mal alles hoch. Das müssen wir mal auch mal ausprobieren, oder? Ich hab. Jetzt sieht's. Sind wir ein bisschen weit weg von Dubai? Ja, ich gehe nochmal zurück zu der Insel, wo wir eben gesehen haben, da sind keine Objekte. Ja, das ist perfekt. Weil ich will wissen, ob die wirklich nicht da sind oder weil wir das irgendwie nicht so hochgestellt hatten. Wir spielen es übrigens nicht auf dem Laptop im Hangi. Wenn ihr dieses Monster sehen würdet, was neben uns steht, das ist der größte PC ever. Auf dem spielen wir das. Ja, den sieht man auch da leider nicht. Aber ist ein dicker Tower, also wir haben hier schon uns was Gutes besorgt. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber es sieht jetzt aus, als wären noch ein paar mehr Hochhäuser da. Das Bäume? Kann das sein oder bilde ich mir das jetzt ein? Also Hochhäuser weiß ich nicht, aber ich will ja vor allem, dass diese Hotels hier am Start sind und die sind immer noch nicht am Start. Also hier sind nur ein paar Bäume dazugekommen. Ja gut, aber so kann man wahrscheinlich zumindest seine Küstenlänge, oder wie sagt man, ganz gut vergrößern. Aber, ja, du hast völlig recht. Wir wissen halt abschließend nicht, liegt's am Internet? Oder liegt's an Microsoft Server, das kann auch noch sein. Genau. Ja. So, warte, jetzt gehe ich noch einmal. Masken-JPEG, genau, Orbital Frame. Als allerletztes mit dem Trim einmal ganz hoch, weil jemand hatte eben bei dem Wetter geschrieben. Oh, nicht so hoch, nicht so hoch. Wartet, ich bin ein Profi. Ja. Ein paar mehr Bäume sieht man, meint Yama. Ja, ist das so? Ja, ein paar Bäume sind mir auch aufgefallen, okay. Aber nein, nein, ich will nicht abstürzen. Das sagen alle Piloten, bevor sie abstürzen natürlich, aber, jetzt geht's wieder. Ich wollte nämlich noch einmal, weil das war ein guter Tipp eben, über die Wolken zu fliegen. Dann standest du wieder, das Trim halt. Und jetzt gucken wir, wie realistisch der Mond ist. Oh, du stallst und jetzt rückwärts, oder? Was passiert jetzt? Oh, ich hab's einfach verkackt, Leute. Ab geht's. Und gerettet. Einfach nur gerade nach oben. Wenn ich weiß, was du machen sollst, fliegt gerade nach oben. Das Flugzeug rettet sich von selber. Gut, das ist natürlich jetzt auf. Was hattest du gesagt? So ein Mix aus einfach und. Nee, einfach. Alles einfach, okay.
Piloten hassen diesen Trick. Piloten hassen diesen Trick. So, jetzt einmal noch ein Switch. Eigentlich sind wir schon am Ende, Leute. Fahrwerk ist noch draußen. Ja, das ist völlig wichtig. Ein Parabelflugzeug, Kleber, auch nichts schlecht. Sturm, bam. Ja. Jetzt noch einmal hoch, weil ich will, das sieht halt, das hat mich wirklich am meisten beeindruckt und das haben wir jetzt leider gar nicht gesehen, wie es halt einfach über der Wolkendecke bei Sturm aussieht, weil du siehst so, jetzt haben wir auch alles hochgestellt, diese volumetrischen Clouds, es ist unglaublich, wie das Spiel das macht. Mhm. Was ist denn mit meinem Airspeed jetzt hier, Kinder, wieso? Ja, aber komm, ich finde, wir können das ruhig nochmal machen. Ja, wir müssen es nochmal machen, wir haben noch zu viel vor uns eigentlich. Zwei Wochen geben jetzt, ist ja eh Action Gamescom Kram. Ja. Aber vielleicht kriegen die es ja hin in zwei Wochen, dass man das, also zum einen vielleicht, weiß ich nicht, also das, was ich will jetzt nicht sagen, dass man es spielen kann. Ich kann es nämlich gar nicht spielen, leider. Ja, jetzt ist es ja drauf. Aber ja, dass diese ein oder anderen Bugs, mit denen viele kämpfen, ein bisschen abnehmen. Aber guck mal, so viel besser ist die, schlechter ist die Performance jetzt nicht geworden, als wir alles auf Ultra gestellt haben. Ja gut, aber was performt denn hier? Der Nebel? Ja, also alles muss gerade performen. Ich sehe nichts. Du hast da nur ein Flugzeug auf weißem Hintergrund. Naja, wir sind halt in einer Wolke, so sieht das da halt aus. Ja, ja, aber klar, dass du da viele Frames hast. Flieg mal jetzt in die City. Echt, ich würde eher sagen, dass die Wolke viel mehr Performance saugt als so ein Gebäude. Ja, kommt drauf an, wie es programmiert ist. Früher war das tatsächlich mal so, dass diese ganzen Nebeldarstellungen, aber ich glaube heutzutage, weiß ich nicht, jetzt sagt er vielleicht, okay, Dubai ist vielleicht aufwendiger als eine Wolke. Weißt du? Vielleicht. Aber warte mal, ich sehe trotzdem, man sieht schon so, es ist nicht nur grau. Es sind verschiedene Wolkenschichten. Vielleicht ist aber auch der Sturm das, was übertrieben ist. Ja. Als allerletztes, und dann sind wir raus, stelle ich zumindest noch mal auf ein bisschen weniger, nämlich auf Regen. Hier. So, jetzt haben wir es. Das wollte ich zeigen, Kinder. So, hier, das sieht doch einfach mal die Wolken. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Das sieht gut aus, dass man so eine Weitsicht hat, ne? Die Weitsicht, ja, genau. Und auch einfach diese ganzen, das Licht ist halt irre. Wie da hinten, man kennt das, wenn die Wolken ja so sind. Das ist so leicht orangelich, da mal so durchschimmert. Hier oben ballert es auf die oberste Decke. Also es sieht einfach nur, es sieht schon gut aus. Und auch hier, hier sehen wir, dass es quasi einen Sonnenstrahl durchschafft. Also hier ist selbst der Boden leicht sonnig wieder. Mhm. Und hier auch noch, aber wir haben hier riesige Wolkenschatten. Ja. Und das ist halt schon, also das ist auch jetzt tatsächlich, da schreibt es auch Orbital Frame, einfach nur geil. Einfach nur geil. Ich finde es auch geil. Und ich finde, somit sollten wir es gut sein lassen. Wir gucken vielleicht noch mal rein, wie sich das entwickelt. Ja, weil am Ende kann man schon viel noch auf der Welt sehen. Ich würde ja auch nicht das Ende der Fahnenstange sehen. Wir werden noch irgendwas nachliefern, vielleicht noch abseits von Flugzeugen. Ja. Ich weiß nicht was, vielleicht irgendwelche fancy Sachen, irgendwas ja Lustiges. Auch als Drittanbieter kann man natürlich sagen, hey, wir machen jetzt Dubai richtig detailliert. Also, ja, genau. Wir setzen die Gebäude händisch auf die Palme. Ja. Und was wir ja auch noch gar nicht gemacht haben, ist mal mit einer Boeing und so rumzufliegen. Ja, schade, aber in zwei Stunden Wir haben schon viel geschafft. Ich bin auch zufrieden mit dem, was wir geschafft haben. Gar keine Frage. Aber das zeigt nur, wir müssen es noch mal machen. Man kann noch viel erleben. Ich habe richtig Bock. Und das, ich kann jetzt zumindest schon so viel ankündigen, dass wir in der nächsten Folge Tech-Check auf jeden Fall auch ein bisschen was dazu sehen werden. Okay. So viel steht jetzt schon fest. Da werden wir uns dann noch ein bisschen mehr im Detail mit den Grafikeffekten auseinandersetzen. Wie sie vielleicht auch einige Sachen getrickst haben, wie die Black Shark AI wirklich funktioniert und. Mhm. Genau. Das heißt, das wird hier auf keinen Fall das letzte Mal gewesen sein. Ja, das war's dann. Das war der blaue Planet, The Game, mit Fliegen. Das ist ein echt guter Name dafür. Ich glaube, es gibt schon eine Doku, die so heißt. Ja, stimmt, blöd gelaufen. Ah, die ist gut. Ist sie? Ja, ich fand die gut. Ja. Tschüss. Hatsch!